Meine sehr verehrten Damen und Herren, geschätzte Ehrengäste, herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung des Austrian Institute für Europa und Sicherheitspolitik, dessen Thema und Titel aktueller eigentlich nicht sein könnte: der Ukraine-Krieg und die neuen globalen Machtstrukturen. Mein Name ist Michael Zinkernel, ich bin seit über 4 Jahren beim AIS tätig und darf demnächst meine neue Rolle als AIS-Direktor innenehmen. Und daher freut es mich ganz besonders, Sie heute Abend erstmalig in dieser neuen Position begrüßen zu dürfen. Ich möchte ganz besonders herzlich begrüßen die heute anwesenden Vertreterinnen der ukrainischen Botschaft und die AIS-Boardmitglieder, ganz besonders Herrn Nikolaus Schulig, Frau Christine Mutonen und Herrn Ernst Huber, die bei uns im Vorstand im Board sind. Und natürlich Sie alle zu dieser wirklich sehr zeitnahen, sehr spannenden Veranstaltung mit Personen, die den aktuellen Ukraine-Krieg aus meiner Sicht exzellent beurteilen können, mit einigen der Personen, die vor allem von einer militärischen Perspektive extrem fundierte Analysen in letzter Zeit abgegeben haben. Vor allem ganz herzlich begrüßen möchte ich gemeinsam mit Ihnen Herrn Oberst Markus Reisner. Herrn Dr. Fasselabend, den AIS-Präsidenten. Und unseren heutigen Moderator Roland Adrowitzer. Danke vielmals. Ich werde jetzt nicht sehr weit ins Detail gehen. Wir alle wissen Bescheid über die jüngsten Ereignisse, die uns geprägt haben, inwiefern die letzten beinahe 12 Monate die globalen Machtstrukturen, aber vor allem auch die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik geprägt haben. Wir alle kennen die Bilder, die erschreckenden Berichterstattungen aus der Ukraine der letzten Wochen und Monate. Und daher bin ich absolut überzeugt, dass die heutige Veranstaltung weitere Einblicke, vertiefte Einblicke Ihnen geben wird. Was ich Ihnen nur mitgeben möchte, ist, dass wir vom AIS sicherlich weiterhin auch als einer der führenden Institute in Wien die Ereignisse in der Ukraine und den weiteren russischen Angriffskrieg genau beobachten werden und Ihnen auch weiterhin in Form von Publikationen, in Form von Veranstaltungen Informationen, Analysen darüber geben, wie sich die nächsten Wochen und Monate weiterentwickeln werden. Herzlichen Dank fürs Kommen und ich möchte an Herrn Roland Adrowitzer in diesem Sinne übergeben und bedanke mich und freue mich auf einen interessanten Abend. Danke. Vielen Dank, Michael Zinkernel. Ja, guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Darf ich mich auch kurz vorstellen? Mein Name ist Roland Adrowitzer. Ich war 44 Jahre beim ORF tätig, bin mit 1. Jänner in Pension gegangen. Die letzten 12 Jahre durfte ich für die Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten des ORF zuständig sein. Das ist jetzt eine Elite-Truppe. Ich freue mich sehr, dass einer der Aushängeschilder da ist, Peter Fritz. Schön, dass du da bist, Peter. In diesen 12 Jahren, wo ich verantwortlich für diese Truppe sein durfte, haben wir 2 neue Büros eröffnet, Istanbul und Kiew. Man sieht heute, wie richtig diese Entscheidungen gewesen sind. Istanbul, wir sind eine der wenigen, der ORF ist eine der wenigen europäischen Rundfunkanstalten mit Dauervisum auch für Teheran. Und was unsere junge Korrespondentin und Kollegin Katharina Wagner zurzeit aus Teheran berichtet, glaube ich, ist wirklich richtungsweisend. Und über Christian Werschitz und seine Berichterstattung aus der Ukraine brauche ich auch nicht viel sagen. Ich war 2015 dabei, als Generaldirektor Brabitz das Büro in Kiew eröffnet hat. Wir haben es zwischendurch einmal gesagt, brauchen wir es überhaupt noch? Und ja, wir brauchen es dringend. Und lange Zeit war Christian Werschitz einer der wenigen deutschsprachigen Korrespondenten, die in der Anfangsphase des Krieges aus der Ukraine berichtet haben. Wie es der Michael Zinkernel gesagt hat, der heutige Abend könnte nicht aktueller sein. Die Ereignisse der vergangenen 24, 48 Stunden, die Entscheidung des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz nach
langem Überlegen doch die Lieferung von Leopard-Panzern in die Ukraine zu genehmigen und auch wahrscheinlich abgestimmt mit Deutschland die Entscheidung des amerikanischen Präsidenten Joe Biden, Abrams-Panzer in die Ukraine zu schicken, wie sehr das, was das für einen Einfluss auf den Kriegsverlauf haben wird, das werden Ihnen berufene Leute als ich erzählen. Wir werden zunächst zwei Impulsreferate von Oberst Reisner und von Dr. Fasselabend hören und dann freue ich mich auf eine hoffentlich interessante Diskussion. Herr Oberst, ich bitte Sie um einen Vortrag. Danke. Geschätzte Damen und Herren, danke, dass ich die Ehre habe, hier heute vortragen zu dürfen. Es ist sehr schwierig, einen derart schrecklichen Krieg in sehr kurzer Zeit Ihnen näher zu bringen. Ich werde doch versuchen, in einigen wenigen Worten und Folien die letzten 11 Monate darzustellen, damit Sie ein Bild haben von der Situation, so wie sie sich entwickelt hat von Beginn an und wie die Situation auch jetzt ist und was das möglicherweise bedeutet in den nächsten Wochen und Monaten. Der Krieg um die Ukraine, wir haben den Tag 337, das heißt, wir sind bald im 12. Monat, ein Jahr dieses schrecklichen Krieges. Und um Ihnen noch einmal kurz in Erinnerung zu rufen, weil es mir ganz wichtig ist, Sie müssen sich vergewissern, die Ukraine ist ein riesiges Land und das hat natürlich eine wesentliche Bedeutung, wenn wir die militärischen Betrachtungen hinsichtlich der Konfliktentwicklung uns ansehen. Ich habe hier noch einmal Österreich hinein projiziert. Sie sehen also die großen Ausdehnungen dieses Landes und darum ist auch verständlich, warum es für die Ukraine auch nicht einfach ist, an einer Frontlinie, die fast über 1100 Kilometer lang ist, diesen Abwehrkampf gegen Russland zu führen. 1100 Kilometer, das wäre so, wie wenn Sie in London ins Auto steigen und nach Berlin fahren, nur um so eine Idee Ihnen zu geben, von welchen Distanzen wir reden. Und auch jenen sei gesagt, die sagen, naja, es ist ja Kiew befreit, die Ukraine könnte sich ja arrangieren mit den Russen. Es ist also so, dass natürlich die Ukraine auf den Süden und den Osten nicht verzichten kann, vor allem also wenn man die wirtschaftliche Situation betrachtet. Denken Sie als ein Beispiel von vielen an die Getreideproduktion. 35% des ukrainischen Getreideproduktion ist 35% des ukrainischen BIP und 98% dieses Getreides wird über den Seeweg transportiert. Momentan ist es nur sehr eingeschränkt möglich in Odessa aufgrund der Inbesitznahme der Rückeroberung der Schlangeninsel. Aber Sie sehen, dass es auch zum Beispiel die Stahlwerke in Mariupol, Asowtal und so weiter, dass das also wesentliche Momente der Wirtschaftsentwicklung und des wirtschaftlichen Fortbestehens der Ukraine sind. Wichtig für uns ist auch noch zu betrachten, der Dnepr teilt dieses Land sowie die Donau Österreich und dieser Fluss ist also ganz entscheidend, auch jetzt die militärischen Entwicklungen betrachtet, wenn Sie zum Beispiel auch denken an Cherson, dieser Brückenkopf, den die Ukraine zurückgewonnen hat, wo also die Gefahr bestand, dass Russland über den südlichen Bug weiter Richtung Odessa angreift. Beginnen wir mit der ersten Phase, der Phase des Angriffes. Russland hat ca. 190.000 Soldaten zusammengezogen, in Anbetracht der Größe des Landes eine zu geringe Zahl. Man hat also nicht damit gerechnet, dass dieser massive Widerstand der ukrainischen Seite stattfindet. Man hat in mehreren operativen Manövergruppen das Land begonnen anzugreifen. Es war die Idee der Planungen, mit einem Enthauptungsschlag eine Entscheidung herbeizuführen, und zwar in Kiew. Sie werden vielleicht wissen, dass also der Krieg eigentlich in den ersten Tagen entschieden worden ist zugunsten der Ukraine, zumindest für den Beginn des Konflikts. Warum? Weil der entscheidende Moment einer Luftlandung, die man sich vorgenommen hat, nicht so sich entwickelt hat, wie man gedacht hat. Ich zeige Ihnen das kurz auf einem Bild. Sie sehen links oben, nordwestlich von Kiew, den Flugplatz Hostomel. Hier war die Idee, mit der Luftlandekräften diesen Flugplatz einzunehmen, dann schwere Transportmaschinen nachzufliegen und dann mit diesen Kräften gemeinsam nach Kiew vorzustoßen. Nicht um Kiew einzunehmen, sondern um zwei Dinge zu tun. Einerseits russische Fallschirmjäger am Maidan zu platzieren und Bilder zu schaffen und andererseits die politische und militärische Führung zu enthaupten. Wir wissen das deswegen so gut, weil in diesen ersten Stunden des Konflikts parallel dazu russische Drohnen, vor allem im Osten der Ukraine, Kurznachrichten verschickt haben, wo drinnen stand, der Präsident ist gefangen genommen, die Regierung ist gefallen, der Krieg ist zu Ende. Und darum wissen wir, dass das auf diesen Enthauptungsschlag ausgerichtet war. Das hat nicht funktioniert aufgrund des sehr geschickten Einsatzes der ukrainischen Luftabwehr, und zwar der beweglichen Luftabwehr, während die ortsfeste Luftabwehr von der russischen Seite zu 79% zerstört worden ist. Ja, tatsächlich ist das auch so, dass die Russen sehr erfolgreich waren in manchen Bereichen, wie zum Beispiel in diesem Fall. Aber diese bewegliche Luftabwehr haben sie nicht erwischt. Diese Stinger-Raketen zum Beispiel, die aus den baltischen Staaten geliefert worden sind, und die haben dazu geführt, dass bei dieser Luftlandeoperation mehrere Hubschrauber abgeschossen worden sind, insgesamt 5.
was dazu geführt hat, dass die Russen die schweren Transportmaschinen nicht nachführen konnten. Und damit diese Luftlandekräfte auf sich alleine gestellt waren, sie von den ukrainischen Streitkräften zurückgedrängt worden sind und damit eine Verzögerung von 2 Tagen geschah. Bis am 26. Februar. Am 26. Februar hatten im Prinzip die Verbände, die sich aus dem Norden angenähert haben, die Möglichkeit gehabt, sich in Hostomel mit den Fallschirmjägern zu verbinden. Und man hat also hier noch einmal versucht, über Butscha und Irpin weiter nach Kiew vorzustoßen. Die Ukraine hat diese 2 Tage aber genützt und sie hat 3 Dinge gemacht, die entscheidend waren. Das erste, sie hat ein Stauwerk des Dnepr gesprengt, das in den Fluss Irpin mündet. Dieser Fluss Irpin zieht sich von dem Stauwerk des Dnepr westlich von Kiew entlang mit diesen 3 Brücken. Und durch diese Sprengung hat sich ein riesiger See gebildet, der nicht überschreitbar war. Das Weitere, was die Ukraine gemacht haben, ist, sie haben diese 3 in violett eingezeichneten Brücken gesprengt. Damit konnte die russische angreifende Spitze nicht diesen Raum überwinden. Und das Dritte, was sie gemacht haben, ist, sie haben das Feuer aus 2 Mehrfachraketenwerferbatterien vom Typ BM-27 Uragan eröffnet und haben das russische Spitzenbataillon in Butscha vernichtet, zerschlagen. Und das war natürlich ein Schock für die Russen und hat den Krieg entscheidend verändert, weil es ist ihnen nicht gelungen, weiter nach Kiew vorzustoßen. Was war aber jetzt der Abwehrerfolg? Der Abwehrerfolg war eine Kombination von mehreren Dingen. Einerseits hat die Ukraine gelernt aus 2014, wo sie ja schwere Verluste gegen die Russen erlitten hat. Sie dürfen nicht vergessen, die Russen sind zum 3. Mal in der Ukraine. Denken Sie an die Krim, die Separatistengebiete und jetzt die Situation in der Gesamtukraine. Es war eine Mischung aus Taktik aus diesem Jahr 2014 heraus, wo man erkannt hat, man kann die Russen nicht an der Grenze aufhalten, sondern man muss sie in das Land hereinlassen und in der Tiefe angreifen. Und das hat man dann auch gemacht. Man hat vor allem mit den Spezialkräften und den Territorialkräften die Versorgungskonvois angegriffen und hat so dieses Dispositiv der russischen Kräfte völlig durcheinander gebracht. Die ukrainische Armee hat aber auch sehr sinnvoll moderne Waffensysteme eingesetzt, wie zum Beispiel endphasengesteuerte Munition, wo man zum Beispiel russische Systeme nachgebaut hat oder auch türkische Drohnen, die zwar nicht so erfolgreich waren, wie man das vermutet hat, aber doch so erfolgreich, dass es gelungen ist, die Russen hier abzuwehren. Am Ende des 2. Monats war für die Russen klar, dass dieser Plan nicht funktionieren kann und man hat versucht, in eine neue Phase überzugehen. Hier ist etwas passiert, was durchaus beachtlich war. Die russische Armee hat innerhalb von 10 Tagen 60.000 Mann aus dem Raum Kiew im Eisenbahntransport über 1.000 Kilometer in den Donbass verlegt, eine logistische Meisterleistung, und hat hier versucht, quasi in einer Zangenbewegung den Donbass freizukämpfen und hat auch hier ihre Taktik völlig verändert. Das heißt, man hat also nicht mehr versucht, schnell, schmal und tief anzugreifen, sondern man ist übergegangen, langsam, breit und mit massivem Artilleriefeuer anzugreifen. Sie dürfen nicht vergessen, dass bis jetzt, man schätzt, ungefähr 7 Millionen Artilleriegranaten von russischer Seite verschossen worden sind. Von den 17 Millionen Artilleriegranaten, die man am Beginn des Krieges hatte. Diese Taktik hat dazu geführt, dass die Russen auch tatsächlich Erfolge hatten im Sommer. Das waren die Schlachten bei Lysychansk und Severodonetsk, wo es an der Kippe stand, wie wird es also vor allem für die ukrainische Seite, wie wird es für die ukrainischen Landstreitkräfte weitergehen. Und durch die Lieferung von Waffensystemen war es dann möglich, die Initiative wieder zurückzugewinnen. Entscheidend war hier, und das war dann auch der Übergang zur Phase 3, der Einsatz von einem amerikanischen System, einem Mehrfachraketenwerfer, die geliefert worden sind, die begonnen haben, die russischen Munitionsdepots anzugreifen. Das hat den Ukrainern so viel Luft verschafft, dass sie selbst in die Offensive gehen konnten. Derer waren da 2. Geplant waren eigentlich 3, aber 2 von denen haben sie gehört. Die erste Offensive war die Offensive bei Kharkiv. Hier konnte man aufgrund des guten Lagebildes und der In-Time-Lagebildübermittlung durch die Vereinigten Staaten von Amerika erkennen, dass es Lücken gibt im Dispositiv der Russen. Und man hat also hier mit einer gepanzerten Kampfgruppe einen Durchbruch erzielt, hat dann mit leichten Kräften diese gepanzerte Kampfgruppe überholt, ist in die Tiefe vorgestoßen, hat sich dann in die Ortschaften gestellt, hat Videos gemacht mit der ukrainischen Flagge und hat das in die sozialen Netzwerke geteilt. Die Russen haben das gesehen, dachten, die Ukrainer stehen hinter ihnen und sind davongelaufen. Das war der Erfolg von Kharkiv, der entscheidend war. Die Ukraine hat also hier massiv Gelände gewonnen und unter anderem die Ausstattung von 3 russischen Panzerregimentern, was sie natürlich als sehr bezahlt gemacht hat. Aber es ist nicht gelungen, ein K.O. zu erzielen. Ein K.O. wäre gewesen, tausende Soldaten gefangen zu nehmen, und das war natürlich nicht der Fall. Das heißt, diese Offensive war ein Punktesieg. Ähnlich die Situation in Cherson. Da ist es so gewesen, dass die ukrainische Seite schwere Verluste hatte aufgrund dieses flachen Geländes, und das Problem war, dass ein enormer Abnutzungseffekt tatsächlich vorhanden war. Also zum Beispiel im zentralen Raum dieser Offensive war es so, dass ein ganzes Brigadekommando durch russisches Artilleriefeuer zerstört worden und vernichtet worden ist, und das war also sehr schwierig für die Ukraine, hier weiter anzutreten.
bis es dann zu einer Situation kam, eingeleitet auch durch amerikanische Wortmeldungen, denken Sie an die Aussage von General Milley, den US-Generalstabschef, hinsichtlich der Verluste, denken Sie an die Reise von Sullivan nach Kiew, die dazu geführt hat, dass über Nacht 30.000 russische Soldaten und 2.500 Fahrzeuge abgezogen sind. Über 3 Brücken, die eigentlich sehr schwer beschädigt waren, ohne dass ein einziger Schuss gebrochen ist. Auch das war kein K.O.-Sieg, sondern nur ein Punktesieg, denn auch hier wäre es möglicherweise bei einer großen Gefangennahme von russischen Truppenverbänden durchaus der Fall gewesen, dass es einen Effekt gehabt hätte auf die Moral der russischen Bevölkerung. Die dritte Offensive wäre geplant gewesen aus dem Raum Saporosche Richtung Süden, Richtung Melitopol in einer Kombination mit einem Angriff, einer Zerstörung oder Beschädigung der Brücke über die Straße von Kertsch. Das hätte den Riesenvorteil gehabt, dass die russischen Kräfte auf der Krim in Cherson und Saporosche im Prinzip abgeschnitten worden wären vor der Versorgung und damit andere Sorgen gehabt hätten, als weiter anzugreifen. Die Russen haben das sehr schlau gemacht. Sie haben den Druck massiv erhöht im Donbass, in der zweiten Verteidigungslinie, in der sie stehen. Und die Ukraine war gezwungen, immer wieder Kräfte abzuziehen und damit konnte diese Offensive tatsächlich nicht Fuß fassen, auch aufgrund des Abnutzungseffektes. Und somit war es den Russen möglich, durch die abgezogenen Soldaten aus dem Raum Cherson die Linien, so wie sie sie jetzt grob im Bild sehen, auch zu verstärken und sich dort beginnend einzugraben. Parallel dazu natürlich bedenkend, dass ja im September diese Gebiete als russische Staatsgebiet erklärt worden sind. Das heißt, das Problem ist und das Paradoxe ist, dass trotz dieser Erfolge auf dem Schlachtfeld, vor allem auf der operativen Ebene, die Ukraine mehrere Herausforderungen hat, die wir berücksichtigen müssen, wenn wir uns quasi klar vor Augen führen, wie die Ukraine diesen Krieg weiterführen kann, soll oder wo man sie unterstützen muss. Und das ist einerseits der Umstand, dass die Russen immer noch auf einer Ebene die Initiative haben und das ist die strategische Ebene und zwar jene Ebene, die entscheidet, ob sie über lange Zeit einen Krieg führen können oder nicht. Und die Russen versuchen auch sehr intelligent auf eine sehr diffizile Art und Weise dort anzusetzen, wo sie glauben, dass die Entscheidung über diesen Krieg fällt. Und dieser fällt nicht in der Ukraine, sondern er fällt in unseren Heimatländern. Warum? Weil es hier entschieden wird, ob die Ukraine weiter unterstützt wird oder nicht. Was meine ich damit? Beginnen wir mit der strategischen Ebene. Und das ist auch die Phase 4, die wir gerade jetzt auch noch erleben, gestern erlebt haben, in der letzten Nacht auch wieder. Das sind die massiven Angriffe mit der Marschflugkörpern, Raketen und ballistischen Drohnen, die immer noch weitergehen. Ich gebe Ihnen nur ein paar Zahlen. Am Beginn des Krieges waren es auf ca. 530 ballistische Raketen und Marschflugkörper im Einsatz. Da hat man dann gesagt, das wird es ja wohl gewesen sein, weil so viele haben die Amerikaner 2003 im Irak eingesetzt. Im Juni waren wir, wie Sie erkennen können, bei 2600. Wir waren dann im August bei 3500. Jetzt vor kurzem, im November waren wir bei 4.700 und jetzt sind wir bei 5.200 Marschflugkörper und ballistischen Raketen. Das gab es in dieser Form in der Kriegsgeschichte noch nie. Es werden zwar die russischen Arsenale leerer, das kann man auch erkennen, aber durch diese Anschlussversorgung mittels iranischen Drohnen, möglicherweise auch Raketen, haben sie es geschafft, dieses Momentum weiter aufrechtzuerhalten. Und das Ergebnis lässt sich leicht in zwei Bildern ausdrücken, nämlich die Zerstörung der kritischen Infrastruktur, hier im Vergleich der Jänner zum November. Das war also die 9. Welle, bevor wir die letzten beiden Wellen hatten. Wenn Sie die Satellitenkamera schwenken würden nach Moskau, würden Sie ein hell erleuchtetes Moskau sehen, wo in den Panzerwerken im Dreischichtbetrieb produziert wird. Und das ist genau die Herausforderung, die es zu verstehen gilt, dass diese kritischen Angriffe auf die kritische Infrastruktur für die Ukraine ein sehr schwieriger Moment sind und dass es nicht nur an Panzern hängt, quasi ob die Ukraine diesen Krieg weiterführen kann, sondern an einer Reihe von anderen Waffensystemen, wie zum Beispiel auch Fliegerabwehrsysteme. Und da reden wir nicht von 1, 2 oder 3 Patriot-Batterien, da reden wir von Dutzenden Patriot-Batterien, die hier gebraucht werden würden. Um noch ein bisschen zu verstehen, dass dieser Krieg mannigfaltig ist, ganz kurz in Erinnerung rufend die verschiedenen Ebenen der modernen Kriegsführung. Wir haben also hier unterschiedliche Domäne. Wir konzentrieren uns immer sehr auf das, was wir in den Bildern des Fernsehens sehen. Natürlich, das ist die Landkriegsführung, maritim vielleicht Luft. Denken Sie aber auch an Space. Ich erinnere zum Beispiel an den Einsatz von Starlink. Das ist auch deswegen interessant. Das ist der erste Konflikt, wo ein Privatier sich eindeutig auf Seite einer Konfliktpartei an diesem Konflikt beteiligt, mit massiver Auswirkung. Aber denken Sie auch an den Cyber- und den Informationsraum. Und der Cyberraum ist der Zauberteppich, auf den die Information kommt und uns auch erreicht. Und Russland versucht also hier ganz gezielt auch unsere Ängste anzuspielen. Also die Frage der Getreideexporte, wenn sie nicht durchgeführt werden, Migrationsströme, die Frage quasi der nuklearen Bedrohung. Also immer wenn es für Russland nicht läuft, werden die Atomraketen herausgeholt und hergezeigt. Oder denken Sie an Saporosche und denken Sie natürlich an die wirtschaftliche Situation. Russland sagt, wenn ihr weiter die Ukraine unterstützt,
werden eure wirtschaftlichen Situationen sich in all diesen europäischen Ländern massiv verschlechtern und es wird also euch nicht gut gehen und darum wäre es besser, quasi aufzuhören. Aus militärischer Sicht gibt es sogenannte Gravitationszentren. Für die Ukraine ist das Gravitationszentrum die Unterstützung des Westens. Wenn die Ukraine diese Waffensysteme nicht bekommt, die sie braucht, kann sie diesen Krieg nicht weiterführen. Ganz einfache Antwort. Denken Sie auch daran, dass Amerika hier massiv unterstützt. Und denken Sie auch an die Forderungen. Ich gebe Ihnen das Beispiel, das jetzt diskutiert wird bezüglich der Panzertransporte. General Saluschny, der ukrainische Generalstabschef, hat gesagt, wir brauchen 300 Panzer, 600 bis 700 Kampfschützenpanzer, 500 Artilleriesysteme, um wieder in die Offensive zu gehen. Wir haben jetzt Zusagen von knapp 150 Panzern, also die Hälfte, von ca. 100 Kampfschützenpanzern im Vergleich zu den 600 bis 700 geforderten und 70 Artilleriesystemen im Vergleich zu den 500 geforderten. Das zeigt Ihnen das Delta, das hier vorhanden ist. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel, die amerikanischen HIMARS-Systeme. Es wurden 20 geliefert, die Ukraine hätte gefordert 50 bis 100. 50 bis 100 hätte aus militärischer Sicht auch einen durchschlagenden Erfolg erzielt. Die Amerikaner haben aber nur 20 geliefert. Fragen Sie sich, wie ist das möglich? Warum gibt es nur 20 Stück HIMARS? Warum gibt es keine Kampfflugzeuge? Warum gibt es keine weitreichenden Präzisionswaffen? Wie kann es sein, dass 30.000 russische Soldaten sich aus Cherson abziehen? Und warum ist es immer noch der Fall, dass all diese ballistischen Raketen und taktischen Drohnen treffen? Könnte doch die Amerika ganz einfach die Satellitennavigation der Russen stören oder zerstören? Der Grund ist, weil Amerika an keiner Eskalation interessiert ist. Das heißt, immer wenn es quasi für die Russen gut läuft, zieht Amerika nach. Das sehen wir auch jetzt gerade in der Diskussion hinsichtlich der Waffenlieferungen. Und Sie haben jetzt alle von den Panzern gehört, aber es ist ja auch in Diskussion gestanden in Ramstein und wird auch wahrscheinlich passieren, dass man ein System mit höherer Reichweite als den HIMARS liefert, diese 160 Kilometer Präzisionswaffen, die also hier im Raum stehen. Auf der anderen Seite ist das Gravitationszentrum der russischen Seite die Bevölkerung. Und solange die russische Bevölkerung zum Regime steht, werden diese weitermachen. Auch wenn wir der Überzeugung sind, dass unsere Sanktionen sie in die Enge treiben. Aus russischer Sicht geht es ihnen nicht schlecht. Ja, es ist nicht so, dass die Moskowiter und St. Petersburger an der Front stehen, sondern das sind also jene Soldaten aus Städten hinter dem Ural, deren Namen sie noch nie gehört haben, wie Samara, Mineralny Vody oder Uman. Und genau diese Soldaten sind auch jene, die jetzt die Masse derer hier darstellen, die quasi an der Front kämpfen. Und Russland hat ein Problem gehabt am Beginn des Krieges, es hatte zu wenig Soldaten und das versucht es jetzt auszumerzen. Das heißt, es spielt genau mit diesem Zeitfaktor und versucht jetzt diese Reservisten heranzuholen. Und je länger die Ukraine gezwungen ist, nicht in die Offensive zu gehen, desto stärker kann sich hier natürlich Russland aufstellen und möglicherweise selbst in die Offensive gehen. Damit bin ich am Ende. Die Botschaft ist, es ist noch nicht vorbei. Und ich möchte trotzdem mit einem Zitat von Karl Kraus enden, das ich Sie bitte ganz kurz zu verinnerlichen. Denn Karl Kraus hat gesagt, Krieg, das ist zuerst die Hoffnung, dass es einem besser gehen wird, hierauf die Erwartung, dass es dem anderen schlechter gehen wird, dann die Genugtuung, dass es dem anderen auch nicht besser geht und hernach die Überraschung, dass es beiden schlechter geht. Und da ist sehr viel Wahrheit drinnen. Und wenn ich einen historischen Vergleich mir erlauben darf, so sind wir gerade aus dem Jahr 1914 im Jahr 1915 angekommen. Natürlich waren die historischen Rahmenbedingungen damals anders, aber das Stimmungsbild des Jahres 1915 war jenes der Ernüchterung. Weil man nämlich festgestellt hat, dass all diese Annahmen, die man getroffen hat, auf allen Seiten der Kriegsparteien nicht eingetroffen sind. Und wenn man möchte, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt, dann kann man das nicht herbeiführen, indem man weiter lamentiert, sondern man muss sich entscheiden, entweder Schulter an Schulter mit der Ukraine in diesen Konflikt einzutreten oder sich einzugestehen als postheroische Gesellschaft, dass man das nicht möchte. Aber dann müsste man alles daran setzen, diesen Krieg zu beenden. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Herzlichen Dank. Ja, Herr Oberst, sehr vielen Dank für diesen spannenden, aber leider auch ein bisschen ernüchternden, diese ernüchternde Analyse des Zustands derzeit in der Ukraine. Darüber hinaus ist eine neue globale Machtstruktur im Werden. Herr Dr. Fassler, Präsident des AIS, wie sieht die aus? Entsprechend verändert. Ich möchte gerne ein paar Bilder präsentieren und nach der Darstellung der derzeitigen Situation einfach
ein paar Gedanken darüber präsentieren, wie sich dieser Krieg in Zukunft auf die globalen Verhältnisse und insbesondere auf die Machtstruktur in Europa auswirken wird. Und ich beginne zu diesem Zweck mit dem ersten Bild, das ist nur zum Einschauen. Das ist das Bild der NATO zu Beginn 2022. Alles das blau gefärbte sind die NATO-Staaten, hellblau sind Aspiranten, nämlich Kandidaten, das waren damals Schweden und Finnland im Norden und auch Bosnien, weitgehend unbekannt, dass das auch ein NATO-Beitrittskandidat ist. Ja, dann gibt es eben die Neutralen, das waren damals die Schweiz und Österreich in der Mitte, beziehungsweise damals war auch noch Weißrussland, Belarus sozusagen, nicht integriert in die militärische russische Struktur, nicht vollständig. Ja, und dann gibt es die Anzahl von Ländern, die spezielle Verhältnisse mit der NATO haben, auch Serbien, die Ukraine, die kaukasischen Länder und auch die Länder Zentralasiens, durchaus auf einer unterschiedlichen Basis. Mit dem Krieg in der Ukraine haben sich diese Verhältnisse wesentlich verändert. Und wenn wir uns die Frage stellen, wie sieht die Lage jetzt aus, dann kommt man zu dem Bild dieser Art und Weise. Ein Bild, wo der Halbkreis ausdrücken soll, dass es durch den Ukraine-Krieg einen neuen europäischen Ostschild gibt. Das heißt, eine neue Frontlinie von einer eigentlich überraschend starken Ausprägung mit einer hohen militärischen Kapazität, die vom Nordkap bis zum Schwarzen Meer reicht. Im Wesentlichen wird sie getragen von vier Ländern, nämlich den beiden neuen Kandidaten oder bereits im Beitrittsprozess befindlichen Ländern Schweden und Finnland, von Polen und von der Ukraine. Am Rande vielleicht auch noch ein wenig von Rumänien. Aber diese vier Länder sind die Schlüsselländer für nicht nur die gegenwärtige Situation, sondern für die zukünftige Verteidigung Europas. In einem Ausmaß, wie man das vor einem Jahr noch nicht geglaubt hätte. Auf der einen Seite die Ukraine, die allein jetzt durch dieses Kampfgeschehen im letzten Jahr gezeigt hat, über welche militärische Kapazitäten es bereits verfügt und das selbstverständlich weiter ausbauen wird. Neu dazugekommen ist die militärische Kapazität in Polen. Polen ist ein Land, das ungeheuer aufrüstet. Die haben über 1000 Panzer bestellt, allerdings nicht in Europa, sondern in Südkorea. Hunderte Flugzeuge, Artilleriesysteme etc. haben das Budget auch verfassungsmäßig auf über 3% des Bruttosozialprodukts aufgestockt und haben den klaren Willen, da auch entsprechend in Zukunft zu agieren. Dazu kommt Schweden, das in allen drei Dimensionen zur See, zur Luft und zu Lande hohe Kapazitäten hat bei relativ geringem Mannschaftsstand. Und Finnland, das insbesondere, könnte man sagen, über die beste Reservearmee Europas verfügt, sowohl von der Mannstärke wie auch von der Vorbereitung. Dort ist es so, dass jeder Reservesoldat, und das sind etliche Hunderttausende, auch sozusagen perfekt ausgestattet ist, ist alles perfekt vorbereitet für den Einsatz. Und diese vier Staaten zusammen bilden in Zukunft ein Gegengewicht zu Russland, das eine derartige Stärke aufweist, von der Mannstärke, wenn Sie es zusammenzählen. Die Ukraine hat zurzeit ca. 200.000, Polen stockt auf 300.000 Soldaten. Das heißt, es wird um fast 50% mehr Soldaten haben als die Bundesrepublik Deutschland und dazu die Kapazitäten eben von Schweden und Finnland. Da bringen Sie es ja bald im Konfliktfall eine Anzahl von 100.000 Mann, von 1 Million Mann zusammen. Und das ist zweifellos eine völlig neuartige Situation, nämlich deshalb, weil diese vier Länder tatsächlich auch in ihrem Sicherheitsbewusstsein auf einen Konfliktfall ausgerichtet sind, vorbereitet sind und bereit sind, sich dem rechtzeitig zu stellen. Ja, was sind die Konsequenzen davon?
Die Konsequenz des Ukraine-Kriegs ist es zweifellos, dass die Ostsee de facto ein NATO-Binnenmeer geworden ist. Es gibt zurzeit jetzt eigentlich nur mehr zwei schmale Zugänge. Das ist auf der einen Seite bei St. Petersburg-Viborg und das ist der Oblast Kaliningrad. Alles andere ist in Zukunft sozusagen von der NATO oder wird von der NATO beherrscht. Und das bedeutet, dass der Norden Europas sowohl terrestrisch zu Lande als auch maritim festes NATO-Gebiet geworden ist und heißt einfach, dass es im Norden keine Zugriffsfläche mehr für Russland gibt, sondern eher umgekehrt. Und wie sich das umgekehrt darstellt, das möchte ich vielleicht gleich mit dem nächsten Bild zeigen. Das zeigt nur die neue strategische Perspektive Finnland und Russland. Finnland hat zweifellos eine über 1300 Kilometer lange gemeinsame Grenze mit Russland. Das ist aber nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass sich hier oben mit Murmansk der wichtigste eisfreie Hafen Russlands befindet und nicht nur der wichtigste eisfreie Hafen, die haben dort auch eine Anzahl hochwertiger Brigaden stationiert, insgesamt 6 Brigaden stehen dort. Aber noch wichtiger ist, dass die Halbinsel Kola, die der wichtigste Standort für die Nuklearkapazitäten von Russland ist. Und gleichzeitig eben Murmansk selbst auch Standort für die U-Boot-Flotte Russlands ist. Und man muss wissen, dass 2/3 der nuklearen Zweitschlagfähigkeit von der See aus erfolgt, das heißt von den U-Booten aus erfolgt. Und damit sagt dieses Bild eigentlich, das bloß aufzeigt, ich sage das jetzt oberflächlich nur aufzeigt, dass es ja hier Zugriffsmöglichkeiten und Unterbrechungsmöglichkeiten von der finnischen Seite zur russischen Seite her gibt. Man muss wissen, das ist alles sehr dünn besiedelt. Um Murmansk herum gibt es fast 800 Kilometer weit keinen weiteren Ort. Das ist sehr isoliert. Aber das heißt, dass es hier eine frappante Veränderung der geostrategischen Situation auf dem Nuklearsektor gegeben hat oder geben wird durch eben diese NATO-Mitgliedschaft von Finnland. Ja, wenn wir weiterschauen, dann zeigt sich ein weiteres Bild. Nämlich nicht nur im Norden hat sich was geändert, sondern wenn wir auf die Mitte schauen, ich habe bereits die Veränderungen in Polen angesprochen, aber durch diese Anstrengungen, die Polen unternimmt, sowohl was die Mannstärke betrifft, was die Ausrüstung betrifft, aber insbesondere auch was die Aktivitäten betrifft und das gemeinsam mit der geostrategischen Situation, nämlich der Tatsache, dass Polen nicht nur unmittelbarer Anrainer, Nachbar zur Ukraine ist, zu Weißrussland, zum Oblast Kaliningrad und gleichzeitig auch zur Ostsee, ergibt sich sozusagen eine Kombination, die eine neue Zentralität, eine geostrategische Zentralität Polens hervorruft, die zweifelsohne die Lage total verändert wird. Nämlich auch in dem Sinne verändert wird, dass sich aus dieser Lage heraus die Verhältnisse für die anderen Länder verändern werden. Ich gehe noch später vielleicht auf ein paar Momente ein. Aber die wichtigste Konsequenz, die sich daraus ergibt, ist, dass in Wirklichkeit, ich muss da noch einmal zurückgehen auf das Bild, dass in Wirklichkeit durch diese Situation die Stärke der Frontstaaten und Polen als Mittelpunkt aller strategischen Aktivitäten, gleichzeitig als Anker der Beziehungen zu den Vereinigten Staaten und sogar als Ansatz für eine atlantisch-pazifische Zusammenarbeit, eben im Waffensektor, dass sich die Situation für die Nachbarstaaten wesentlich verändert und dass es zum ersten Mal in der Geschichte Deutschlands ist, dass es de facto zum Hinterland wird, dass es de facto erstmals seine geostrategische Zentralität in Europa verliert. Das heißt, das ist wirklich eine Zeitenwende. Das ist ein geschichtlicher Moment.
allererster Ordnung, der zweifellos längerfristig auch politische Konsequenzen haben wird. Auch wenn das im Moment noch nicht ersichtlich ist, aber eine grundlegende Veränderung der geostrategischen Situation. Schauen wir weiter. Es hat sich nicht nur in der Mitte etwas verändert, sondern es verändert sich zusätzlich auch noch etwas im Süden. Im Konflikt ist insbesondere die Position der Türkei besonders hervorgetreten als Moderator zwischen der Ukraine und Russland, als ein Land, das am Seeweg auch die Versorgung mit Weizen für weite Teile der Welt, sowohl aus Russland wie auch aus der Ukraine, mehr oder weniger garantiert hat. Aber das ist nicht das Einzige, sondern die Türkei hat sich auch aus dem NATO-Verband sozusagen immer stärker, nicht herausgelöst, aber aus dem Zentrum des NATO-Verbands entfernt. Und die erdoganische Großmachtpolitik weist zweifellos darauf hin, dass die Interessen nicht so sehr im westlichen Verbund liegen, sondern im Schaffen eines eigenen Großmacht, zumindest regionalen Großmachtbereiches, der vom Balkan über den Kaukasus, Zentralasien, in den Nahen Osten und nach Nordafrika hineinzieht. Und das wird zweifelsohne auch in Zukunft die Lage wesentlich verändern. Das sind überwiegend auch die Gebiete, die das Hauptinteresse, das geostrategische Hauptinteresse Russlands bilden. Und insofern ergibt sich auf der einen Seite eine recht gute Zusammenarbeit zwischen der Türkei und Russland im Moment, aber langfristig gesehen natürlich eine Position der Rivalität, die nicht zu unterschätzen ist. Wenn wir jetzt weiterschauen, was sind die globalen Änderungen, dann sehen wir die ich habe das versucht jetzt mit diesem Bild zu zeigen, dass die fünf großen potenziellen globalen Akteure zeigt. Amerika, die EU, Russland, China und Indien. Das Wichtigste ist zweifellos, dass der Krieg in der Ukraine eine Wiederannäherung zwischen Amerika und Europa gebracht hat, zumindest im militärischen Gebiet ganz eindeutig. Das heißt, die NATO, von der Macron noch vor zwei Jahren gesagt hat, sie ist hirntot etc., lebt in einem Ausmaß, wie sie noch nie gelebt hat etc. Und durch auch diese neue Verbindung mit Polen, mit den nordischen Staaten, mit der Ukraine entsteht zweifellos auch auf Dauer eine völlig neue Situation. Auf der anderen Seite ist etwas eingetreten, Russland betreffend, was niemand erwartet hat. Russland hat viele Stärken, aber auch viele Schwächen. Eine seiner größten Stärken war zweifellos die militärische Stärke, auch im konventionellen Bereich, und die ist von uns allen enorm überschätzt worden. Ich spreche das ganz klar aus. Das ist nicht nur ein Imageverlust allererster Ordnung auf der gesamten Welt, sondern es zeigt sich auch, dass durch diese militärische Schwäche und durch die daraus resultierende politische Schwäche eben auch das Auswirkungen hat auf die bisherigen Einflussgebiete. Ich habe vorhin bereits angesprochen, dort wo Regionen im Gegensatz zu den Interessen der Türkei stehen. Und Russland ist mehr oder weniger auch durch die Folgen des Ukraine-Kriegs und die Sanktionen gezwungen, sich wirtschaftlich an China zu orientieren, dort die Kooperation zu verstärken, weil es sonst keine entsprechenden Alternativen von den Größenordnungen her gibt. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die stärkere Verbindung zwischen Amerika und Europa und auf der anderen Seite China und Russland. Und das ist zweifellos eine Konstellation, die über viele Jahre hinaus auch Nachwirkungen auf verschiedensten Gebieten ausweisen wird. Lage von Indien. Indien ist ein alter Freund und Partner Russlands immer gewesen und wird es auch in Zukunft sein. Vielleicht nicht in diesem Ausmaß wie bisher. Es gibt viele neue Interessen Indiens, die es gemeinsam mit Amerika hat. Aber im Wesentlichen ist wahrscheinlich die Schlussfolgerung, dass, so wie es früher mal geheißen hat,
Die chinesische Karte spielt nur China selbst. Man von Indien sagen kann, die indische Karte spielt nur Indien selbst und sonst niemand. Ja, das ist die neue Konstellation, die sich dort stellt. Und die Zweifelsohne auch, ich sage das jetzt im militärischen Bereich oder im politischen Bereich, was uns auch betrifft, noch Konsequenzen haben wird. Wenn wir uns fragen, oder es taucht immer wieder auf, dass Russland zerfallen könnte im Falle einer Niederlage, ich persönlich sehe das nicht. Was soll sich trennen? Was soll abgespalten werden? Maximal Tschetschenien. Das ist das Einzige, was ich sehe, sonst in Wirklichkeit nicht. Aber was mir wirklich Sorgen macht, das ist die Struktur der russischen militärischen Einheiten, wenn man daran denkt, dass die Wagner-Truppe, die Truppe von Prigozhin zurzeit 50.000 Mann in Russland hat und man die Frage stellt, was wird mit dieser Anzahl und dieser Ausbildung nach einem Ukraine-Krieg geschehen, egal ob das im Nahen Osten oder in Afrika oder wo immer ist, dann muss man sich heute bereits Gedanken darüber machen. Das ist ein Element, wo alleine von der Anzahl her ist das mehr als Daesh oder Al-Qaida in den besten Zeiten gehabt hat. Das heißt, da entsteht etwas Neues, das zweifellos von großer Bedeutung ist. So, ich komme bald zum Schluss, ganz kurz noch, was sind noch weitere Folgen? Zweifelsohne ergeben sich auch aus der Zusammenarbeit zwischen China und Russland neue Möglichkeiten im Bereich der Arktis, in Zentralasien, in der Middle East und Nordafrika, aber insbesondere bei den Rohstoffen. Ich möchte da nur ganz kurz darauf hinweisen, schon heute ist es so, dass bei der globalen Produktion wichtiger Rohstoffe 9 von 14 der sozusagen der modernen Rohstoffe aus China kommen. Das ist den wenigsten bewusst. Das heißt, China ist in einem bestimmten Bereich eine Rohstoffgroßmacht und wird jetzt ergänzt, auf der anderen Seite durch die neue Partnerschaft mit Russland, natürlich im Energiesektor, Öl und Gas, aber auch viele andere Dinge, Eisen, Stahl, Kupfer, Holz etc. Das heißt, das ist eine neue Konstellation, die sich daraus ergibt. Ich komme zum Schluss. Ich zeige, das ist nur die Abhängigkeit von russischen Rohstoffen insgesamt eine Auswahl. Ich gehe nicht im Detail ein, weil das durchaus auch unterschiedliche Abhängigkeiten sind für Europa und für die gesamte Welt. Letztes Bild oder vorletztes Bild ist noch, was sich klar herauszeichnet, ist mehr oder weniger ein Trend zur Bipolarität aufgrund dieser Entwicklung. Das heißt, Westen und Anti-Westen. Das ist mehr oder weniger die Tendenz, die feststellbar ist, maximal noch, könnte man sagen, ja, vielleicht auch der Ansatz einer dritten Welt, wie es das zur Zeit des Kalten Krieges gegeben hat, diesmal angeführt von Indien. Letztes Bild jetzt tatsächlich, was ergibt sich daraus für die europäische Sicherheitspolitik? Ich habe vorhin gesagt, diese Verschiebung, das heißt, der Ostschild, die neue Zentralität von Polen für die europäische Verteidigungspolitik, offenbart gleichzeitig auch die Schwäche, die Führungslosigkeit Europas, sowohl durch Paris wie auch durch Berlin und vor allem durch die Unfähigkeit der beiden bisher zusammenzuarbeiten. Jetzt könnte man resignieren und sagen, okay, davon bleibt nichts mehr über. Möglicherweise ist es aber, oder könnte es zumindest in der Theorie sein, ein Ansatzpunkt für neue Initiativen. Was meine ich damit? Der neue Ostverteidigungsschild ist ein Verteidigungsschild, der sich im Wesentlichen alleine auf die Ausrichtung auf Russland konzentriert. Aber was überbleibt, ist der Balkan, ist Nordafrika, ist der Nahe Osten, ist die Kaukasusregion, ist Zentralasien. Und da hat oder hätte Europa durchaus ein umfangreiches Aufgabengebiet auf dem Gebiet der Sicherheitspolitik.
Es wird nur möglich sein, wenn es zu einem Schulterschluss, zu einem echten Schulterschluss kommt zwischen Paris und Berlin. Schwierig, jeder weiß das. Auf der einen Seite eine postkoloniale Macht und auf der anderen Seite ein Land, das vergessen hat, dass es auch in der Sicherheitspolitik eine Aufgabe hat. Trotz aller Geschichte, es ist sicherlich der Zeitpunkt gekommen, hier umzudenken. Und selbst die zwei werden es in Zukunft nicht mehr alleine schaffen. Es wird nur dann gelingen, wenn es auch gelingt, ich sage das jetzt den Schulterschluss, mit Brüssel selbst zu finden, beziehungsweise so etwas wie das Weimarer Dreieck, das in Wirklichkeit nur auf dem Papier besteht, ein Reflexionsauditorium ist, wo Franzosen, Deutsche und Polen in der Vergangenheit über Kultur und Verschiedenes gesprochen haben. Das müsste sozusagen eine neue Achse der Sicherheit werden. Dann könnte sich auch für Europa etwas daraus ergeben. Warum? Das ist ganz einfach. Es gibt ansonsten ein Vakuum in Nordafrika, im Nahen Osten. Die Amerikaner verlassen es. Dort gibt es niemanden. Wenn nicht Europa eintritt, dann ist es die Türkei, dann ist es Russland oder sonst eine Macht. Es gibt keine Alternative dazu. Das heißt, mein Abschlussbild ist eigentlich ein Plädoyer. Die Aufgabe der europäischen Sicherheitspolitik wird in Zukunft nicht so sehr sein, die Konzentration auf die Gefahr aus dem Osten. Die ist mehr oder weniger fixiert, ist im Rahmen der NATO, ist mit diesen vier Staaten oder wird von diesen vier Staaten getragen. Und Paris und Berlin müssen sich darauf konzentrieren, auf Afrika, den Nahen Osten, auf den Balkan und auf Zentralasien. Dann hat Europa eine Chance, auch eine Rolle zu spielen. Ob es gelingt, das wird die Zukunft zeigen. Vielen Dank, Dr. Fasslappen. Bevor ich Ihnen die Gelegenheit gebe, Fragen zu stellen, noch ein bisschen ein Input von mir. Herr Oberst, wir haben jetzt diese enorme Diskussion über diese Leopard-Panzer, die Abrams-Panzer, die irgendwann in 8-9 Monaten kommen werden. Sie haben selbst gesagt, die Ukraine wollte 300, maximal 150 werden es sein. Die Reaktionen aus Moskau waren erwartbar, große rhetorische Aufrüstung, auch die Raketenschläge von heute waren erwartbar. Welchen militärischen Wert haben diese Panzer? Man muss verstehen, dass der Konflikt zurzeit in einen Stellungskrieg übergegangen ist. Die Ukraine hat am Beginn sehr erfolgreich den russischen Angriff abgewehrt. Der Misserfolg der russischen Armee war vor allem geschuldet, weil die russische Armee in einer Art und Weise einmarschiert ist, wo man ganz klar erkennen konnte, dass andere Parameter angenommen worden sind. Also die russischen Streitkräfte sind nicht so schwach, wie wir das uns jetzt vorstellen, sondern es ist dem geschuldet, dass sie in dieser Art einmarschiert sind. Während sie mit den Kräften einmarschiert, die sie jetzt zusammen sind, hätte der Konflikt eine ganz andere Rolle gespielt und einen ganz anderen Verlauf genommen. Man muss auch verstehen, dass die Ukraine massive Unterstützung bekommt. Denken wir zum Beispiel an den ganzen Intelligence-Bereich. Die Ukraine bekommt von den USA ohne Zeitverzug Aufklärungsdaten. Die Amerikaner fliegen permanent 24/7 Aufklärung über dem Osten der Ukraine, nicht direkt, sondern mit entsprechenden Plattformen, die quasi ins Land hineinschauen können. Und diese Daten geben der Ukraine die Grundlage, quasi gezielte Angriffe durchzuführen. Wäre diese Daten nicht vorhanden, könnte sie das nicht tun. Es ist kein Geheimnis, was ich Ihnen hier erzähle. Sie können das ganz einfach nachlesen. Es gibt ein super Interview vom Leiter des amerikanischen Militärnachrichtendienstes, General Barry Air, der sagt, er hat noch nie in seinen 35 Jahren Militärkarriere erlebt, dass ein Land, das noch dazu noch nicht in der NATO ist, derart in time mit Intelligence versorgt ist. Das ist ein ganz klarer Faktor. Trotzdem, wie ich vorher schon erklärt habe, hat Amerika kein Interesse daran, eine Eskalation durchzuführen. Während also Russland die Ukraine würgt, versuchen die Amerikaner, die Russen zu würgen. Und die Frage ist, wem geht früher die Luft aus? Man nennt das auch im Englischen Boiling the Frog. Das heißt, man versucht, die Russen langsam zum Aufgeben zu zwingen. Aber der Big Elephant in the Room, um das so zu sagen, das sind die Atomwaffen. Das muss man ganz klar zur Kenntnis nehmen. Auch wenn wir uns einreden, naja, die werden das nicht einsetzen. Aber es ist und spielt eine Rolle.
Diese Leopard-Kampfpanzer, die jetzt geliefert werden, die werden deswegen geliefert, weil die Amerikaner auch zugestimmt haben, M1 Abrams zu liefern. Das hat den Bundeskanzler Scholz dazu gebracht, quasi hier auch quasi mitzutun. Und es hat natürlich einen gewissen Dominoeffekt erzielt, der dazu gekommen ist, dass also quasi jetzt diese 150 Stück zugesagt sind. Denken wir kurz an das russische Arsenal. Die Russen hatten ca. 3.300 Panzer am Beginn des Krieges. Von denen haben sie 1.300 verloren. 1.300, mehr als ganz Europa zusammen hat. Das heißt, es bleiben noch 2.000 übrig. Sie haben ungefähr zwischen 10.000 und 11.000 Panzer auf Halde, von denen viele in einem sehr schlechten Zustand sind. Wenn wir jetzt eine moderate Größe ansetzen und uns kurz ansehen, was also quasi in den Instandsetzungswerken passiert, so werden Sie wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten noch einmal 2.000 zusammenbekommen. Haben wir 4.000 Stück. Die muss man alle niederkämpfen. Der russische Ansatz war immer ein ganz anderes im Westen. Die Russen wussten, auch in der Sowjetunion, dass sie technologisch nicht mit dem Westen mithalten können. Ihre Idee war immer die der Masse. Das heißt, man hat gesagt, wir brauchen 4 D-72, also sowjetische Modelle, um einen westlichen Kampfpanzer vom Typ Leopard zu zerstören. 3 D-72 werden zerstört, aber der vierte, das ist dann der, der diesen westlichen Kampfpanzer knackt, vor allem wenn er von verschiedenen Richtungen angreift. Und wir werden auch sehen, dass diese Kampfpanzer, die geliefert werden, Verluste haben werden. Es hängt davon ab, wie gut die ukrainische Armee in der Lage ist, an diesen Fahrzeugen ausgebildet zu werden. Und der Punkt ist, jetzt sind diese Fahrzeuge deswegen wichtig, und damit komme ich zur Frage, weil man eben versucht, aus diesem Stellungskrieg wieder auszuweichen. Das ist auch der Grund, warum der Panzer erfunden worden ist im Ersten Weltkrieg. In diesen verheerenden Stellungskriegen in Flandern, in Verdun, in Misonzo. Der Panzer war das Mittel, um wieder in den Bewegungskrieg überzugehen und hat dann quasi den großen Erfolg im Zweiten Weltkrieg gehabt. Und auch hier ist jetzt der Grund, dass man versucht, aus diesem Stellungskrieg in den Bewegungskrieg zu kommen. Das ist der Zweck dieser Waffe. Aber das Militär funktioniert wie eine Uhr. Es kann nur dann exakt die Zeit anzeigen, wenn all diese kleinen Rädchen und Schrauben ihre Rolle erfüllen. Und der Panzer ist ein Rädchen. Da fehlen aber noch viele andere Dinge, die dazugehören. Und denken Sie an die Domäne. Nur der Panzer selber wird die kritische Infrastruktur der Ukraine nicht schützen. Sie braucht also hier Luftabwehr. Sie braucht eine eigene Luftwaffe, wo Bundeskanzler Scholz gesagt hat, also über Kampfflugzeuge reden wir nicht mehr. Das schließen wir jetzt aber mal vorerst aus. Wie wollen Sie einen modernen Krieg gewinnen ohne Luftwaffe? Wir dürfen uns da nicht die Dinge schönreden. Wir lieben die Dinge so, wie wir sie wollen. Finnland und Schweden sind nicht in der NATO. Das kann so sein, ist es aber momentan nicht. Sie haben ja auch gesagt, die Amerikaner liefern immer gerade so viel, dass die Ukraine dann nachziehen kann. Kann man das pointiert ausdrücken, zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel? Genau, diesen Satz habe ich schon mehrmals auch gebraucht, der bringt es auf den Punkt. Ja. Und das ist der Punkt, wenn wir so weitermachen, dann wird sich das nicht ausgehen. Und als westliche Wertegemeinschaft, die wir doch sind, und die Dinge, die wir uns quasi auch immer auf die Fahnen heften, die Europäische Menschenrechtskonvention, all diese Dinge, müssen wir doch ehrlich und selbstkritisch uns die Frage stellen. Wir haben also einen totalitären Staat, der einen anderen demokratischen Staat überfallen hat. So, wie gehen wir jetzt damit um? Wir müssten doch jetzt eigentlich unseren Werten folgend an der Seite der Ukraine hier in diesen Kampf eintreten. Das tun wir nicht. Ich frage an dieser Stelle immer, wären Sie bereit, Ihren Sohn in die Ukraine zu schicken? Wer wäre bereit? Zeigen Sie auf. Wer wäre bereit, selbst zu gehen? Also wir liefern Waffen in die Ukraine und hoffen, dass sich das irgendwie ausgeht. Stellen Sie sich vor, eine Frau, die vergewaltigt wird, und Sie gehen vorbei und sehen das. Und sie werfen ihr ein Pfefferspray zu und sagen, Versuch, ja. Aber bitte nicht zu viel, weil sonst kommt er vielleicht über mich auch noch. Das ist die Situation. Also entweder wir helfen ihr oder nicht. Nur irgendetwas sollten wir tun, weil wenn wir so weitermachen wie bisher, verlängern wir nur das Leiden. Und das ist das Problem. Sie haben auch von diesem Abzug aus Cherson gesprochen, die 30.000 Truppen. Ich habe ein Video von Ihnen gesehen, da haben Sie das mit Dünkirchen verglichen. 1940. War da ein Deal? Gab es da einen Deal, was Sie sagen, ohne dass ein Schuss gefallen ist? Nun, es gibt ja auch schon sehr gute Berichte darüber, dass ja China im Hintergrund interveniert hat, wie es um die Lieferung von Kampfflugzeugen gab. Das ist sehr gut dokumentiert, auch in amerikanischen Zeitungen. Wir haben es nur vergessen. Das Zweite ist, Cherson wäre aus meiner Sicht durchaus die Möglichkeit gewesen, einen so einen K.O.-Sieg herbeizuführen, durch die Gefangennahme oder Einkesselung dieser 30.000 Mann. Dazu ist er nicht gekommen. Was ist passiert genau in diesem selben Zeitraum? Wir haben eine Reise von dem US-Sicherheitsberater Sullivan nach Kiew. Der wird dort nicht hingereist sein, um einen Kaffee zu trinken, sondern um klare Dinge zu besprechen. Und, ganz entscheidend, wir haben die Aussagen des US-Generalstabschefs Milley.
Und das ist ja nicht irgendwer. Und was hat er gesagt? Er war der Erste, der gesagt hat, die Russen haben jetzt ca. 100.000 Mann an Tod und Verwundung verloren, aber auch die Ukraine hat dieselbe Anzahl an Toten und Verwundeten erlitten. Und der glorreiche Sieg der ukrainischen Armee bei Cherson wäre doch jetzt die Möglichkeit, Verhandlungen zu beginnen. Dem wurde natürlich widersprochen von ukrainischer Seite. Man muss verstehen, dass die Ukraine vor allem ihre Moral nährt aus dem Erfolg bei Kiew und auch bei Kharkiv und sonst wo. Sie braucht natürlich die Unterstützung dafür. Aber man sieht hier ganz klar, dass es auch von amerikanischer Seite auch versucht, ihr Druck auszuüben. So wie bei diesen Heimatsystemen. Warum 20? Warum nicht 50 oder 100? Sie haben über 300. Aber warum hat die Ukraine dann diese 30.000 Mann abziehen lassen? Vermutlich konnten sie nicht anders. Also doch ein Deal im Hintergrund, der aber letztendlich politisch nichts gebracht hat, militärisch nichts. Sie können die Hand, die sie füttert, nicht beißen. Sie müssen quasi mitspielen. Aber wie sonst könnte es sein, dass 30.000 Mann über Nacht abziehen können, über drei schwer beschädigte und zerstörte Brücken? Aber es ist ja nicht nur diese Frage, auch die andere Frage, die ich Ihnen gestellt habe. Wir müssen da realistisch sein. Wir sind Zuschauer in Europa in diesem Konflikt. Ja, wir versuchen hier solidarisch zu handeln, stellen aber fest, dass wir Herausforderungen haben. Denken wir an Ungarn, die Türkei, die beinhart Politik macht, auch den Iran. Gerade der Iran ist sehr interessant. Ein Land, das unter einem strengsten Sanktionsregime seit Jahren und Jahrzehnten leidet und doch eine Drohnensupermacht geworden ist, die mehr als 800 Drohnen in die Russische Föderation geliefert haben. Wie erklären Sie sich das? Weil sie es können. Ohne Hilfe aus dem Ausland, ohne technologische Hilfe? Es gibt immer Mittel und Wege. Ich habe vor kurzem ein Video gesehen, da hat man eine russische Drohne auseinandergenommen und man hat sich darüber lächerlich gemacht, dass da quasi Bauteile aus einem Modellbaushop drinnen sind. Aus militärischer Sicht sage ich Ihnen, das ist die perfekte Drohne. Wenn Sie eine europäische Drohne aufmachen, dann sehen Sie drinnen eine schwarze Box, da steht, nicht öffnen, zur Instandsetzung einsetzen, einschicken. Die Drohne, die Sie selbst zusammenbasteln können, das ist die perfekte. Und da möchte ich schon auch ganz klar sagen, es ist unglaublich, was die Ukraine in dieser kurzen Zeit geleistet hat, auch durch eigene Mittel. Ja. Man darf nicht vergessen, die Ukraine hat in der Sowjetunion auch einen sehr, sehr hohen Anteil in der Waffenindustrie gehabt zum Beispiel. Ja. Also diese Ingenieure, diese Techniker, die leisten Unglaubliches. Ja. Es war also das Problem, dass der Einsatz dieser Heimatsysteme dazu geführt hat, dass diese Munitionslager zerstört worden sind. Daraufhin hat Russland begonnen, diese Munitionslager aufzulockern und hat sie geschützt mit eigenen Fliegerabwehrsystemen vom Typ Panjshir. Diese Panjshir-Systeme konnten diese Heimatsysteme wieder bekämpfen. Daraufhin musste Amerika Raketen liefern, die diese Panjshir-Systeme wieder bekämpft haben. Dass diese Rakete überhaupt einsatzbar war, war, weil die Ukraine es auf die wenigen Kampfflugzeuge noch draufgebracht haben. Das haben sie selbst zusammengebracht. Es ist also ein Hin und Her im Wesentlichen, das wir hier sehen. Aber immer zu wenig, um also quasi einen durchschlagenden Erfolg zu erzielen. Oder denken Sie an diese Frage mit den Raketen. Wie kann es sein, dass diese ballistischen Raketen, Marschflugkörperdrohnen, immer noch Ziele treffen? Es gibt mehrere Länder, die in der Lage sind, Satellitennavigation zu stören oder zu zerstören. China, Russland, die USA und Israel. Warum tut man es nicht? Sagen Sie es. Weil man diese Eskalation nicht möchte. Ja? Boiling the frog. Der Frosch soll gar nicht mitbekommen, dass er gekocht wird, bis er tot ist im Wesentlichen. Das ist genau das Problem. Sie sehen das jetzt auch. Soledar und Bakhmut, der Erfolg der Russen in der zweiten Linie, Wagner. Wagner ist aus russischer Sicht Fleisch. Das sind keine Menschen aus russischer Sicht. Ja. Man hat den Ukrainern das Fleisch hingeworfen und die Ukrainer haben sich wie die Tiger hineinverbissen und dann haben die Russen wie die Großwildjäger die Ukraine beschossen und hat sie gezwungen, quasi Reserven abzuziehen aus Melitopol, wo sie sie gebraucht hätte, um diesen Durchbruch zu erzielen. Das ist die Situation. Nach diesem Erfolg bei Soledar Bakhmut, und es kann durchaus sein, dass Bakhmut in nächster Zeit fällt, diese zweite Linie, weil die Situation sehr kritisch ist, hat man quasi jetzt nachgezogen. Wir reden alle über die Panzer. Was interessanter ist, in Ramstein, was diskutiert worden ist, ist Präzisionswaffen mit einer Reichweite von 160 Kilometern. Das heißt die doppelte Reichweite der Heimatsysteme. Noch nicht die 300 Kilometer, die die Ukraine fordert, aber immerhin 160 Kilometer. Das würde wieder Druck auf die Russen ausüben, denn sie müssten jetzt von den 70 Kilometer Entfernung ihrer Gefechtsstände auf 160 Kilometer ausweichen und auch die Logistik entsprechend verbringen. Das würde der Ukraine wieder Zeit verschaffen, aber nicht den entscheidenden Erfolg. Die Tücke liegt immer im Detail.
Herr Dr. Fassler, was wir da in den letzten Wochen gesehen haben, dieses Gerangel, Leopard, ja, nein, nur mit den Amerikanern, das dann Biden nachzieht mit diesen Abrams, wann immer sie geliefert werden. Sie waren selbst lang genug Verteidigungsminister. Wie schätzen Sie das gesamtpolitische Umfeld dessen? Ist Scholz jetzt der Verlierer, ist er der Sieger, was ist er? Ja, Scholz hat zweifelsohne durch die Tatsache, dass jetzt Biden angekündigt hat, dass Abrams geliefert werden, zumindest innenpolitisch soweit einen Erfolg, dass er seine eigene Partei mitziehen konnte zur Gänze. Und da gibt es ja zweifellos durchaus nicht zu unterschätzende Kräfte, die gegen jede Unterstützung für die Ukraine waren. Insgesamt hat er trotzdem keinen Meter gewonnen, wenn ich das so sagen darf. Denn in Wirklichkeit, die einzige Frage, die sich stellt, ist Deutschland in der Lage, sicherheitspolitisch eine Führungsrolle zu übernehmen? Und mit dem ganzen Theater hat er in Wirklichkeit nur bewiesen, dass es nicht der Fall ist, sondern nur dann, wenn andere, das heißt die Abhängigkeit zum Exzess erhoben. Und das ist, wie gesagt, das ist das ganz große Problem, mit dem wir auf der europäischen Bühne konfrontiert sind. Das heißt, die Frage, gibt es in Europa jemanden, der in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen und durchzuführen? Wir sind sicherheitspolitisch total abhängig von den Amerikanern. Und wenn es nicht gelingt, zumindest auf Nebenschauplätzen, wenn ich das so sagen kann, eben in Nordafrika, im Nahen Osten etc., zumindest Teilerfolge zu erreichen, wird sich die Welt neu gruppieren und neu gestalten, aber völlig ohne Europa. Wir werden keine Rolle spielen, sondern man sieht, dass, ich sage das jetzt, eine Großmacht mit ganz begrenzten Mitteln, wie die Türkei, eine regionale Großmacht, in Wirklichkeit eine Reichweite erzielt, die gigantisch ist. Ich möchte vielleicht bei der Gelegenheit gleich ankündigen, am 9. Februar werden wir das Thema Großmacht Türkei hier in diesem Saal bearbeiten. Sicherlich eine sehr interessante Angelegenheit. Sie haben diesen neuen Schutzschild skizziert, der da nach Osteuropa gewandert ist. Sie haben gesagt, Deutschland zum ersten Mal nicht mehr in der geostrategischen Position. Wenn man jetzt 20 Jahre zurückdenkt, Donald Rumsfeld zu Beginn des Irakkriegs, wie er das alte und neue Europa da eingeteilt hat, wo er das Neue, eben die ehemaligen kommunistischen Staaten, die Balken und die Alten, eben die Deutschen und Franzosen. Ist das mit 20 Jahren Verzögerung Realität geworden? In Wirklichkeit ja, kann man durchaus sagen, weil Deutschland, man muss dazu sagen, ich habe das selbst miterlebt, ich sage das, wie stark die Amerikaner auf Deutschland auch in im Sicherheitsbereich vertraut haben und sich gestützt haben. In der gesamten Zeit des Kalten Krieges war natürlich Deutschland das Um und Auf der europäischen konventionellen Verteidigung, muss man sagen. Sie haben auch erwartet, dass Deutschland nachher eine wichtige Rolle in der Weiterentwicklung übernimmt. Das ist nicht geschehen. Das hat aus der Sicht der Amerikaner, die ja sehr pragmatisch vorgehen, eigentlich dazu geführt, dass man sagt, okay, brauchen wir einen anderen Partner. Und sie haben ihn gefunden, offensichtlich. Man wird sehen, ich sage das jetzt, was sich da an Aktivitäten in der Zukunft abspielen wird. Das bleibt nicht bloß in diesem konkreten Fall des Schutzes gegen Russland, sondern Warschau wird der zukünftige Anker werden für die amerikanische Sicherheitspolitik in Europa. Und nicht nur das, sondern wenn man eben weiterdenkt, dann ist es wahrscheinlich auch der erste konkrete Ansatzpunkt für eine verstärkte Kooperation auch im pazifischen Raum. Das ist in den NATO-Doktrinen bereits sozusagen im Ansatz erkennbar und das ist die unmittelbare Folge. Man muss sich vorstellen, wir haben in Europa einen gemeinsamen Markt de facto für alles heute. Am stärksten ausgeprägt in der Landwirtschaft, dort ist er komplett. Und überhaupt nicht vorhanden im Sicherheitsbereich. Jedes Land erzeugt seine eigene Ausrüstung selbst. Wir haben, ich weiß nicht genau, Herr Oberst, Sie wissen das vielleicht, ich glaube 23 Typen von
von gepanzerten Mannschaftstransportwagen in Europa, weil eben jedes Land das selbst erzeugt und wir sind nicht in der Lage, das auf ein oder zwei oder von mir aus drei Modelle zu reduzieren. Und das hat natürlich ungeheure Konsequenzen, und zwar in der Form, dass auch die Rüstungsfirmen nicht mehr in der Lage sind, wirklich zukunftsorientiert zu investieren. Der kleine Markt, der daraus entsteht, nicht? Man kann sich vorstellen, Deutschland ist in der Lage, so wenn man hört, was Rheinmetall jetzt macht, ist das jetzt ein Dutzend, zwei Dutzend Panzer innerhalb eines Jahres zu erzeugen. Na, damit kann man natürlich auch kein Umsatzvolumen erzielen, von dem man aus Investitionen für die Zukunft finanzieren kann. Das ist unmöglich. Das heißt, Europa verliert dadurch nicht nur im militärtechnologischen Bereich ganz entscheidend an Grund, sondern insgesamt technologisch, weil nicht alle, aber sehr, sehr viele technologische Entwicklungen ihren Ursprung im militärischen Bereich haben, weil dort natürlich sozusagen nicht der Konkurrenzkampf, aber die Überlegenheit das entscheidende Kriterium ist und viel, viel stärkere Auswirkungen hat als in allen anderen Bereichen. Und insofern ist dort der technologische Wettbewerb viel, viel wichtiger als in allen anderen Bereichen. Und ja, da werden wir langsam zurückbleiben, nicht? Ich sage, ab dem Moment, wo Europa nicht in Amerika, sondern bereits in Südkorea Panzer, Flugzeuge, Haubitzen etc. einkauft, ist ein Alarmsignal allererster Ordnung vorhanden. Dazu wollte ich Sie noch fragen, warum erstens gerade in Südkorea und wie finanziert Polen diese enormen Investitionen in die Rüstung? Ja, das weiß ich auch noch nicht, wie das die Polen finanzieren, aber ich gehe davon aus, dass sie wahrscheinlich auch amerikanische Hilfe haben werden. Sie haben tatsächlich Beschlüsse im Parlament bereits zur Aufrüstung gefasst, auch in der Regierung Beschlüsse, wo derartige Stückzahlen angeschafft werden. Es ist eine Frage der Zeit. Die ersten Lieferungen kommen bereits zu Beginn dieses Jahres, seit Jahres an, und das wird sich fortsetzen. Das geht dann natürlich weiter, dass hier auch Produktionsstätten für südkoreanische Panzer und andere Geräte in Polen dann gebaut werden. Das heißt, für Polen ist es durchaus ein Vorteil, weil sie wahrscheinlich auch ein Exportland werden können. Aber das, was drauf geht, ist insgesamt natürlich die europäische Komponente. Das muss man in aller Klarheit sagen. Und zwar in einem Ausmaß, das in Europa total unterschätzt wird. Meine Damen und Herren, wir sind... Ja. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung. Ja, die Situation ist ja noch viel schlimmer. Wenn wir davon ausgehen, dass dieser Krieg lange dauern wird, und das wird er, wenn es nicht in Russland etwas gibt wie den Oktober 1917, dann werden die weitermachen. Mit allem, was dazu gehört, vor allem aus dieser Enttäuschung und dem Schmach des verlorenen Sieges aus Ihrer Sicht. Erinnert Sie ja 1918 und dann Jahre später 1939. Denken Sie an den Nährboden der Dolchstoßlegende. Wenn dieser Krieg länger dauert, dann wird die Ukraine unsere Hilfe weiter brauchen. Wenn das der Fall ist, dann müssten jetzt unsere Rüstungsbetriebe anfangen zu fertigen. Das tun sie aber nicht. Kriegswirtschaft praktisch nicht. Kriegswirtschaft praktisch. Sie tun es nicht. Die Rüstungsindustrie sagt, wir brauchen Garantien. Der Chef von Rheinmetall hat vor kurzem gesagt, jetzt hören Sie mal her, wir sind keine Gummibärfabrik. Wenn Sie wollen, dass wir fertigen, dann geben Sie uns Garantien, dann werden wir neue Werke errichten. Und Sie wissen, wie die demografische Situation am Arbeitsmarkt ist. Demografie, zuerst habe ich Sie gefragt, wären Sie bereit, quasi für die Ukraine in den Krieg zu ziehen? 2015, nach dem Überfall der Russen auf die Ukraine zum zweiten Mal nach der Krim, gab es eine Umfrage in Europa vom Gallup-Institut. Da hat man gefragt, wären Sie bereit, mit der Waffe in der Hand Ihr Land zu verteidigen? In Deutschland 18%, in Österreich 21%. Wir haben das jetzt wiederholt vor kurzem, 23% haben wir geschafft. Sie können 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr stecken, wenn Sie keine Soldaten haben, die diese Waffen bedient, weil Sie überzeugt davon sind, Ihr Land verteidigen zu müssen, wird Ihnen das nichts helfen. Das ist das Problem. Der Wehrwille ist da niederliegend. Es ist gar kein Interesse da, unsere Werte zu verteidigen, die wir zwar predigen, aber nicht quasi dann verteidigungsbereit sind. Da muss sich etwas ganz radikal ändern. So, jetzt habe ich lang genug von hier geplaudert. Ich sehe die erste Verbindung in der dritten Reihe. Bitte, einen Moment, es kommt jemand zu Ihnen. Gehen Sie bitte in die dritte Reihe. Sind Sie so nett? Moment, der Herr bitte da hinten. Ja.
Danke. Ich wollte nur wissen, wie der Anteil der Verteidigungsbereiten in Frankreich, Holland oder Großbritannien war. In Frankreich war die Zahl, so ich mich recht erinnern kann, bei knapp 29%, in den Vereinigten Staaten bei 44%, in Russland glaube ich bei 47%, in den USA bei 59% und die Ukraine war relativ hoch, natürlich aufgrund der Ereignisse 2014. China sticht vielleicht noch heraus mit über 60%. Vielleicht nicht ganz repräsentativ die Umfrage in China. Der Herr im weißen Hemd in der dritten Reihe, bitte. Einerseits, Herr Reisner, vielen lieben Dank für Ihre ehrlichen und direkten Worte, die ich genauso von vielen österreichischen Politikern auch erwarte und entsprechend in meinem Umkreis sicher auch genauso auch teile. Meine andere Frage geht dann an Sie, Herr Fasslabend. Wie schätzen Sie ja nicht die gemeinsame Erklärung EU-NATO ein, unter der Berücksichtigung der nächsten Präsidentschaftswahl in Amerika und gleichzeitig der, wie Sie gesagt haben, fehlenden Ambitionen der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU? Wollen wir aber ja. Fragen sammeln oder wollen Sie gleich antworten? Ja. Sicher nicht, wenn Sie wollen. Ja, ich kann gleich darauf antworten. Ich habe mich gefreut, dass es diese gemeinsame Erklärung gegeben hat, weil es zeigt, dass zumindest in Brüssel Ursula von der Leyen ein Bewusstsein dafür hat, wahrscheinlich nicht zuletzt deshalb, weil sie selbst einmal Verteidigungsministerin war und zweifelsohne die Zusammenarbeit unbedingt notwendig sein wird. Das beginnt, und das ist nach meiner Ansicht auch eine einzige kleine Restchance für Deutschland, die Spur nicht ganz zu verlieren, beim zukünftigen Wiederaufbauprogramm in der Ukraine. Das wird ein entscheidender Faktor sein, ob es gelingt, hier noch einmal Fuß zu fassen und zumindest im Wirtschafts- und technologischen Bereich eine gewisse Führungsrolle einzunehmen. Peter Fritz, langjähriger Korrespondent, du hast, glaube ich, gemeldet, oder? Habe ich das übersehen? Nein, aber eine Frage fällt mir schon ein. Ja. Ja, Peter Fritz, Zeit im Bild.ORF. Herr Oberst Reisner, wissen Sie eigentlich, wie viel von den HIMARS noch übrig ist? Also Russland behauptet ja, sie hätten mehr von denen zerstört, als überhaupt jemals geliefert worden sind. Andererseits wäre es ja unrealistisch anzunehmen, dass die gar keine Verluste erlitten haben. Ist von diesem System, von diesem, wie Sie auch gesagt haben, die Wende damals bringenden System noch sehr viel da? Ich denke, man kann nur das glauben, was man wirklich sieht. Und das ist also ein Video, das eine Zerstörung zeigt. Man sieht also, dass russische Waffensysteme sehr wohl eine große Anzahl von westlich gelieferten Waffensystemen zerstört haben. Denken Sie zum Beispiel an diese M777-Artilleriegeschütze. Aber es gibt noch kein einziges Video, das dokumentiert, dass ein HIMARS-System zerstört worden ist. Russland sagt zwar, es hätte mehrere zerstört, aber es gibt, wie gesagt, noch kein Video. Der Erfolg des HIMARS-Systems war vor allem seine Räder, weil er dadurch sehr schnell war und das russische Gegenfeuer ihn nicht erwischen konnte. Aber das Problem ist, wie gesagt, die Anzahl und die Munition. Sie sehen ja auch jetzt, dass dieser HIMARS-Effekt wieder verblasst ist. Wir haben vielleicht gehört zu Silvester Makivka, dieser eine Fall, wo in dieser Schule diese russischen Soldaten getroffen worden sind. Und das wurde als Beispiel genannt für die Unfähigkeit der russischen Kommandeure. Das stimmt schon, aber die Frage ist, warum gab es nur ein Makivka? Warum gab es nicht Dutzende davon? Das zeigt uns, dass die Russen in der Lage sind, offensichtlich sich anzupassen. Das zeigt uns dieses Beispiel von Makivka. Vielleicht ein Aspekt noch dabei, der, glaube ich, wichtig ist. Es hat sogar eine kurze Diskussion gegeben zwischen der militärischen Führung in Kiew und amerikanischen Generälen zum Thema der Quantität. Das heißt, die Frage, ob Kiew dieses Flächenbombardement oder diese intensiven Bombardements der Russen mit einer ähnlichen Anzahl beantworten soll oder nicht, wurde von den Amerikanern in Frage gestellt. Denn zweifelsohne sind diese amerikanischen Systeme eben viel, viel stärker auf punktgenaue Wirkung ausgerichtet und nicht auf Flächenbombardements. Das heißt, da gibt es sicherlich etwas, wo auch während eines Krieges Diskussionen da sind, was ist der beste Weg, wie kann man am besten antworten etc. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang ist auch die Frage der HIMARS zu sehen. Herr General.
Ja, es gibt Analysen oder Analysten, die sagen, dass Russland erst 20% seines Potenzials eingesetzt hat in der Ukraine und dass diese Mobilmachung insgeheim noch weitergeht. Wie schätzen Sie das ein, Herr Oberst? Und die zweite Frage ist, die Waffenlieferungen an die Ukraine, ja, das ist wunderbar, aber wie schaut das aus mit dem Personal? Wer besetzt alle diese Panzer? Ja? Kann die Ukraine da das Personal stellen oder wird es doch so sein, dass NATO-Soldaten dann das praktisch bedienen müssen? Und wie viele NATO-Soldaten gibt es eigentlich jetzt schon in der Ukraine? Man spricht davon, dass Polen schon 20.000 Soldaten in der Ukraine stationiert hat. Man spricht auch davon, dass Polen vielleicht Teile der Ukraine quasi unter seine Kontrolle bringen wird. Wie schätzen Sie das ein, Herr Wurst? Beginnen wir mit den Kapazitäten der russischen Armee. Dazu muss man, wie gesagt, verstehen, dass die Idee des russischen Einmarsches war, mit einem Enthauptungsschlag eine Entscheidung herbeizuführen und damit wenigen Kräften das Land relativ rasch in Besitz zu nehmen. Dazu hat man seine Eliteverbände eingesetzt. Jeder hat seine Rolle bekommen. Die Fallschirmjäger waren für den Enthauptungsschlag zuständig, die Panzerverbände sind vormarschiert und so weiter und so fort. Das hat nicht funktioniert. Aufgrund der Ereignisse, die ich Ihnen schon erzählt habe, und aufgrund der sehr geschickt angewandten Taktik der Ukraine. Und das hat sich die Ukraine in den letzten 8 Jahren selbst erarbeitet. Mit ihren eigenen Waffen, mit ihrer eigenen Ausbildung, mit all diesen Dingen. Das Problem für die Russen war, dass sie hier ihre Elite verbraucht hat. Ihre Eliteverbände haben also plötzlich Widerstand bekommen, den sie so nicht erwartet haben. Und jetzt haben sie das Problem, dass sie in einem Konflikt gefangen sind, mit dem sie nicht mit voller Wucht hineingefahren sind und jetzt versuchen, das auszumerzen. Und das tun sie. Nämlich indem sie Soldaten heranführen. Die Qualität der jetzt herangeführten Soldaten ist natürlich nicht vergleichbar mit den Soldaten, die auch am Beginn gefallen sind. Das sind also jetzt jene Reservisten, die quasi diesen Ausbildungsstand haben, den sie bekommen. Aber natürlich, sie haben eine Masse, das ist das Problem. Das heißt, all diese 100.000 Soldaten müssen natürlich niedergekämpft werden. Auch wenn die Moral vielleicht nicht so hoch ist wie auf der ukrainischen Seite. Faktisch ist es der Fall. Das heißt, das Problem ist, dass Russland jetzt versucht, aus diesem Fiasko des Beginns heraus quasi sich langsam anzupassen. Und das tut es immer wieder in diesen Phasen, die wir schon gesehen haben. Also der Angriff auf die Munitionslager, das heißt quasi das Auflockern, das Zurückziehen und so weiter. Die Entscheidung, auf der strategischen Ebene wirksam zu werden mit diesem Angriff auf die kritische Infrastruktur. Das hat man ja lange Zeit nicht gemacht, weil man gedacht hat, es fällt einem in die Hände und damit kann man dann die Ukraine kontrollieren, indem man quasi Strom vergibt und all diese Dinge. Das war die große Entscheidung, von die also quasi Surovikin, dieser General Putin, abgerungen hat. 2 Dinge, der Rückzug von Kherson, diese Frontbegradigung aus russischer Sicht und das zweite war der Angriff ab 10. Oktober auf die kritische Infrastruktur. Die zweite Sache, sie brauchen keine NATO-Soldaten in die Ukraine schicken. Ich ziehe meine Uniform aus, unterschreibe einen Vertrag und gehe in die Ukraine. Ich bin kein Angehöriger der österreichischen Streitkräfte mehr, sondern Vertragsbediensteter. Das ist die Lösung, die wir sehen. Was man nicht ausschließt, dass doch welche. Was man daraus schließen kann, ist, dass eine hohe Anzahl an ausländischen Söldnern sich in der Ukraine befinden, aber nicht von NATO-Soldaten. Zurück. Der Herr, bitte, zweite, erste Reihe, der, ja. Mein Name ist Dietmar Zoder, Verband österreichischer Ingenieure. Recht herzlichen Dank für die beiden sehr interessanten Referate. Herr Bundesminister, hat mir auch sehr gut gefallen, was Sie gesagt haben. Meine Frage geht an den Herrn Oberst Reisner. Haben wir im Westen ein Ziel definiert in diesem Konflikt? Ich meine, es müsste doch unser Ziel sein, diesen furchtbaren Krieg baldmöglichst zu beenden. Lässt sich der mit Panzer beenden, frage ich mich. Was ist das Ziel und was ist die Strategie für dieses Ziel? Das ist die entscheidende Frage und es ist eine politische Frage. Man kommt immer der Übereinkunft, dass man diesen Krieg beenden will. Das Wie, da ist man sich nicht so einig. Auch in Europa nicht. Es gibt also Staaten, baltische Staaten, die ehemaligen zentral- und osteuropäischen Staaten, Großbritannien, die sagen, jetzt ist der Moment da. Jetzt werden wir den Russen zeigen, wo sie hingehören. Arbeiter und Bauern, Rohstofflieferanten. Es gibt aber die andere Seite, die sagt, und das sind auch potente Staaten, Deutschland, Italien, Frankreich, naja, wir können ja nicht so weitermachen. Wo wird das enden? Wir haben ja auch einen handfesten Wirtschaftskrieg. Europa hat 42% seiner Rohstoffe aus Russland konsumiert. Wir können nicht von einem Moment auf den anderen den Hahn abdrehen und sagen, es ist nichts passiert. Auch in Österreich 83% des Gases. Wir haben einen milden Winter und die Regierung hat richtige Maßnahmen getroffen. Darum spüren wir den Effekt nicht so, vor dem man gewarnt hat. Aber das ist die entscheidende politische Frage. Und wie der Herr Dr. Faslaben gesagt hat, hier braucht es diese Führungsstärke, diese einigende Kraft, die sagt, okay,
Entweder wir unterstützen die Ukraine mit allem, was dazugehört, dann ist es eine Entscheidung, die wir durchsetzen, oder wir gestehen uns ein Europa als postheroische Gesellschaften, dass wir dazu nicht bereit sind und versuchen, diesen Krieg zu beenden. Auch wenn das heißt Verhandlungen und auch wenn das heißt eine Situation wie München 1938. Das dazwischen wird uns nicht weiterhelfen. Es verschafft Russland Zeit und der Zeitfaktor ist entscheidend. Wir haben die Uhren, die Russen haben die Zeit. Und auch was China und andere Länder betrifft. Ich glaube, Sie haben alle gehört das Interview vom indischen Außenminister mit Armin Wolf. Vor 6 Monaten hat er noch ein interessantes Interview gebracht. Da hat er gesagt, eure Probleme in Europa sind nicht unsere Probleme. Und wenn wir billig Öl kaufen von den Russen, dann ist das nur gut und recht, weil jetzt können wir uns das leisten. Und wenn wir dieses Öl um den dreifachen Preis euch Europäer verkaufen, dann ist es nur gut und gerecht. Wir freuen uns, wenn Biden Xi Jinping die Hand gibt und denken sich, die Chinesen sind ja auf der russischen Seite. Wer von Ihnen hat Notiz genommen vom 20. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas, wo es am Ende eine Presseerklärung der beiden Außenminister gab, wo drinnen stand, dass niemand das Voranschreiten dieser beiden Völker aufhalten wird und dass die Einigkeit des russischen Volkes nicht in Frage zu stellen ist? Wenn Sie in eine chinesische Tageszeitung hineinschauen, dann lesen Sie ganz andere Dinge, als Sie bei uns lesen. Das heißt, wir müssen eine tatsächliche Ernsthaftigkeit an den Tag legen. Wir müssen erkennen, dass diese Situation nicht einfach vorbeigehen wird. All die Zeit vor dem 24. Februar wird nicht mehr wiederkommen. Und wenn wir nicht ernsthaft versuchen, als Europa und auch in Österreich all die Maßnahmen zu treffen, die Vorsorge durchzuführen, um die nächsten Jahre zu überstehen, zum Beispiel im Hinblick auf die Rohstoffe, auf die wirtschaftliche Situation, auf die sicherheitspolitische, dann werden wir große Probleme bekommen. Das wird vielleicht die Masse von Ihnen nicht mehr treffen, aber wir sind es unseren Kindern und Enkelkindern schuldig. Ich habe 3 Kinder. Ich kann überhaupt kein Interesse haben an einer Eskalation. Aber meine Rolle jetzt ist, Ihnen zu vermitteln, dass die Situation ernst ist. Das bin ich meinen Kindern schuldig. Vielleicht ganz kurze Bemerkung noch dazu. Es gibt zweifelsohne keine klare Zielsetzung und keine niedergeschriebene Zielsetzung. Das, was man feststellen kann, ist, dass es eine strategische Zielsetzung des Westens gibt, die lautet, Russland darf mit seiner militärischen Aggression keinen Gewinn heimfahren. Das ist mehr oder weniger das große Ziel. Eine gewisse, das heißt aber auch nie, die Ukraine muss gewinnen. Das heißt nicht, die Ukraine kann nicht gewinnen in dem Sinne, dass sie jetzt Teile von Russland okkupiert, sondern die Frage stellt sich eher, was heißt, dass Russland keinen Gewinn einfahren darf. Und hier gehen die Auffassungen der Ukraine und anderer durchaus auseinander. Ukraine sagt, okay, das gesamte Territorium des Landes muss zurückerobert werden, alles andere ist unmöglich, während andere davon ausgehen, dass sie sagen, okay, das Status quo ante, das heißt der Status von 2014, nicht vor 2014, sondern nach 2014, ist der relevante. Und darauf, nach der Krim. Nach der Krim, daraufhin wird es, man muss realistischerweise sagen, dass eine Eroberung des Donbass, das heißt von Donetsk und Luhansk durch die Ukraine, äußerst unwahrscheinlich ist, einen Kräfteaufwand erfordern würde, der, naja, nicht sehr realistisch eingeschätzt werden kann. Bei der Krim ist es ähnlich, wenn auch nicht im gleichen Ausmaß wie bei Donetsk und Luhansk. Aber dort ist natürlich auch die Frage der strategischen Auswirkungen eine große. Ich habe vorhin gesprochen vom Mare Nostrum in der Ostsee. Wenn Russland Sewastopol verliert und die Krim verliert, dann heißt das natürlich auch ein Fiasko im Schwarzen Meer, das ein ähnliches Ausmaß hat. Die Ukraine wird in jedem Fall in Zukunft eine eigene Marine aufbauen müssen, zum Beispiel. Gar keine Frage. Einfach um ihre Getreideexporte zu sichern. Aber in dieser Bandbreite, ich sage das jetzt 2014 und gesamtes Staatsgebiet, liegt eigentlich die Frage, die nicht endgültig zu beantworten ist und die wahrscheinlich am Kampffeld entschieden werden wird. Herr Generalsekretär. Ich habe jetzt längere Zeit darauf gewartet, ob vom Podium oder aus dem Publikum jemand einmal
die Auseinandersetzung, sich anbahnende Auseinandersetzung auch innerhalb der NATO zwischen Schweden und Finnland thematisiert. Immerhin, wenn man Status quo von heute sich anschaut, ist das so, dass die Finnen bereits sagen, bitte, wir werden also nicht aus Sympathie zu den Schweden, die in Finnland sowieso enden wollend ist, hier mit unseren sicherheitspolitischen Ambitionen als eigentlicher Frontstaat zurückstecken und verzichten, der NATO beizutreten, solange Schweden nicht beitreten kann. Es ergibt sich daher für mich die Frage, ob das Mare Nostrum wirklich bereits so fix in der Hand der NATO ist, wie es sich derzeit darstellt, oder ob da noch Entwicklungen kommen. Und die zweite Frage ist, ist das Theaterdonner seitens der Türkei, der also mit dem Wahlgang des türkischen Präsidenten nächstes Jahr wieder leiser werden wird oder verschwinden werden wird, oder ist es das nicht? Ich habe gelernt als Offizier, vor allem Generalstabsoffizier, immer mit der schlechtesten Möglichkeit zu rechnen. Und ich rechne damit, dass die Türkei derzeit sozusagen Blut geleckt haben beim Mitspielen im großen Konzert der Großen oder heraufkommenden Großen. Und wenn das wirklich so ist, dass die Türkei den Beitritt Schwedens in die NATO verhindert mit ihrer Haltung, dann darf man auch nicht vergessen, dass sich in Amerika bereits Stimmen laut werden, die sagen, man möge die Türkei wegen partnerschaftlichen, schädigenden Verhaltens aus der NATO ausschließen. Das geht aber auch wieder nicht, wenn man die strategische Position der Türkei in Rechnung stellt. Also hier ist einiges sozusagen im Busch, das sich von heute auf morgen manifestieren kann und das ich für wesentlich bedeutender und wichtiger halte als die Frage, ob 14 deutsche Leopard nach in die Ukraine kommen oder nicht. Wollen Sie was sagen dazu? Ja, aus meiner Sicht ist der schwedische und finnische Beitritt de facto gelaufen. Selbst wenn es hier Verzögerungen gibt, das wird nichts ändern. Und ich sage, selbst unter der Annahme, dass die Türkei auf Jahre hinaus blockieren würde, dann gibt es einen Sonderstatus für Schweden mit einem Vertragswerk zwischen den Vereinigten Staaten, Großbritannien und einige andere, Polen etc., die de facto das Gleiche bewirken. Das heißt, Teilnahme oder Integration, davon kann man ausgehen, das ist in Wirklichkeit gelaufen. Und das ist insofern auch von Bedeutung, weil Schweden ein besonderes Sensorium für die Entwicklung gehabt hat. Als Russland 2008 in Südossetien einmarschiert ist, war Schweden das einzige Land Europas, das aufgrund dieses Vorfalls sein Wehrbudget erhöht hat und darauf reagiert hat. Alle anderen haben das abgetan als einen Seiteneffekt, während in Schweden war das anders. Und Schweden hat auch schon zu früheren Zeiten gesagt, falls es einen Angriff geben sollte auf die baltischen Staaten, dann werden wir nicht neutral sein. Das heißt, selbst als wir diesen Status noch auf. Das heißt, ich gehe davon aus, dass das im Wesentlichen nur eine Frage der Zeit ist. Und wenn nicht ordnungsgemäß, dann in einem, wie man in Wien sagt, schlamperten Verhältnis geregelt werden wird. Mit einer Koranklausel. Ja. Der Herr hat sich schon lange gemeldet, sofort an der Ecke, bitte. Danke. Ich wollte eines, lieber Werner, du hast erzählt von der Türkei als ein Großmachtspiel. Was mir abgeht, ist zu vergessen, welche Rolle der Iran, der genauso dieser große Machtspieler macht und eine sehr große Destabilisierung. Zweite Sache, wir haben jetzt in der Stadt Wien vor ein paar Tagen auch verfolgt, wie diese ganzen Energiediskussionen in der EU verlaufen. Da kristallisieren sich auch vier Länder, die wahrscheinlich maßgeblich eine Rolle spielen werden. Einer davon ist Polen. Also interessant, auch hier spielen sie eine große Rolle und sie vertreten aber jene Positionen, die eigentlich die amerikanische Politik mit der Lieferung der Fracking Gas und so weiter. Daher auch der Connex, diese Diskussion, die wir jetzt geführt haben, Europa verliert an Macht,
überall. Mir geht ein bisschen auch verloren in dieser Diskussion, inwiefern wir als Europäer und Europäerinnen überhaupt noch eine selbstbestimmende Position haben oder wir jetzt ein rein Anhängsel der US-Politik sind. Ich sage es deswegen und ich stelle es, um es jedem Missverständnis klarzustellen, wir sitzen alle hier und sympathisieren mit der Ukraine und jeder widert dieser Krieg an. Mir geht ab auch trotzdem eine kritische Nachdenkphase, was ist aus dem Minsker Prozess geworden? Hätte es nicht vielleicht zu sagen, die Ukraine kommt nicht in die NATO, auch einen Weg gegeben, also ob wir nicht auch eskaliert haben in dieser Sache? Und ich gebe auch einen Spiegel, weil ich ja aus dem arabischen Raum stamme, wenn man die ganze Stimmung in den arabischen und diese ganzen Entwicklungsländer, ist ganz interessant, dass viele sich jetzt nicht freuen, dass Russland Ukraine angreift, aber irgendwie freuen sie sich, dass sozusagen der Westen oder die Amerikaner eins am Deckel bekommen, weil schließlich haben sie sich sozusagen in sehr viele Kriege hineingemischt. Und die letzte Frage an Oberst Reisner, wenn ich mir jetzt anhöre mit diesen 1000 Panzern und die Russen haben das Vierfache, kann es auch sein, dass diese Zurückhaltung mit der Lieferung der Panzern auch damit zusammenhängt, dass dann diese Armeen selber nichts mehr haben und nicht ihre letzten Stück Panzer hergeben wollen? Und wie schaut es dann überhaupt mit der Produktion? Können wir dann überhaupt so schnell hochfahren? Also wurde jetzt beantwortet, aber können wir dann mithalten? Wenn das ist ja schrecklich, was ich da so höre, wenn dann, sagen wir so, sie mit Rheinmetall hat 20 Leopard 2 und 88 Euter Leopard 1 Panzer, die verrostet sind oder irgendwo stehen. Kann das auch sein, dass jetzt auch das ist der Grund, nicht weil wir nicht eskalieren wollen, sondern weil wir vielleicht gar nicht können? Ja, ich würd vielleicht die erste und die letzte Frage nehmen als Beispiel. Ja, fangen wir mit den Waffen an. Natürlich. Darum ist ja die Diskussion so groß gewesen, weil in der zweiten Waffenlieferung an die Ukraine haben wir ja die ehemaligen Ostmodelle geliefert, die Polen, die T-72 und so weiter. Jetzt geht es ans Eingemachte. Jetzt werden unsere Arsenale angegriffen und da haben wir nicht viel. Wir haben ja nach dem Kalten Krieg, ja, The Wind of Change, die Scorpions, gedacht, Francis Fukuyama, das Ende der Geschichte ist angebrochen. Und haben das alles abgeschafft. Und haben uns gedacht, die Zukunft des Krieges sind diese Aufstandsbekämpfungen. Und da sind wir jetzt. Und alles, das wir jetzt hergeben, kommt aus unseren Arsenalen. Die Panzerabwehrkapazitäten, die wir geliefert haben in der Ukraine, das war aus den bestehenden Arsenalen. Die 40 Marder aus Deutschland, ein Panzergrenadierbataillon, gibt seine Marder ab und die werden in die Ukraine geliefert. Und natürlich stellt sich die Frage, was bleibt dann übrig? Es ist ja sogar so, dass das österreichische Bundesheer in manchen Bereichen besser ausgestattet ist als manches andere europäisches Land. Fliegerabwehr im Nahbereich. Ja, wir haben doch diese 24 Stück Zwillingsflak, die haben wir noch. Die wollen wir jetzt upgraden. Ja, Deutschland hat das gar nicht mehr. Die Iris-D, das ist ein anderes System, haben die jetzt in die Ukraine geliefert. Im Sommer hat eine Rakete 400.000 Euro gekostet, jetzt 750.000 Euro, um eine 20.000 Dollar Drohne abzuschießen. Und jetzt stellen Sie sich die Frage, wie viele Iris-D-Raketen haben wir denn? Das ist das Problem. Kommen wir zur ersten Frage, die Amerikaner. Man hört es immer wieder, die Amerikaner sind schuld, die Amerikaner und so weiter. Die Amerikaner machen amerikanische Politik. Das war immer schon so und ist auch so. Und das ist auch ihr Recht als Großmacht. Sind jetzt da die Amerikaner schuld oder vielleicht wir als Europäer? Weil wir haben uns ja da immer recht gut ausgeruht. Natürlich haben die Amerikaner amerikanische Interessen in Europa. Aber es sind die Europäer, die es zulassen, dass die Amerikaner ihre amerikanischen Interessen hier durchsetzen. Wir müssen uns selber auf die Beine stellen und sagen, was wollen wir hier in Europa? In einer emanzipierten Art und Weise, in einer Art und Weise auf Augenhöhe gegenüber anderen Playern. Und das ist nicht der Fall. Wir selber müssen uns diese Antwort geben. Die große Sache mit Trump war, dass er gesagt hat, ihr in der NATO müsst euch einmal selber um eure Verteidigung kümmern. Und dann haben gesagt, um Gottes Willen, der Mann ist wahnsinnig, das kann ja nicht sein. So ist es. Ja. Das Problem ist, wir lieben zu hören, was wir mögen. Aber das ist nicht die Wahrheit. Ja. Die Wahrheit ist oft sehr, sehr schmerzhaft. Ja, und wenn wir wollen, dass sich etwas ändert, müssen wir in die Tasten greifen. Wir haben Riesenherausforderungen, demografisch, sozial, all diese Dinge. Der Wirtschaftskrieg, der uns auch trifft. Wo kommen die Rohstoffe her? Das wird nicht einfach vorbeigehen, dann braucht es Kraftanstrengungen. Und die Regierung, weil der Herr vorher gesagt hat, die Politiker, die sagen das auch immer wieder. Wir hören nur nicht zu. Hören Sie sich die Reden des Kanzlers hier und da an. Der sagt sehr klar, was er sich denkt. Man hört es einfach nicht, weil man sagt, naja, wir in Österreich,
Wir sind so eine kleine Insel am Donaustrand und wenn das Hochwasser kommt, dann hebt und senkt sich die Insel automatisch. Aber uns betrifft es nicht. Ja. So ist es nicht. Das ist das Problem. Und wenn wir das nicht erkennen, dann werden wir eine böse Überraschung haben. Und ich hoffe nicht, dass die passiert, aber es ist angerichtet. Das ist das Problem. Und wie der Herr General gesagt hat, als Militär geht man immer von der schlimmsten Variante aus. Das ist die, mit der man plant, um das Übel abzuhalten. Es wäre falsch, wenn ich Ihnen erzähle, es läuft alles gut. Es läuft super für die Ukraine. Die Ukraine braucht massive Unterstützung oder sie kann diesen Krieg nicht gewinnen. Ein paar Panzer zu schicken, ist maximal der Anfang vom nächsten Schritt. Das ist die Herausforderung. Ja, zur Frage Iran, zweifelsohne, hat der Iran da eine gar nicht so unwichtige Rolle gespielt in einer kritischen Phase für Russland mit der Lieferung der Drohnen, wo die Iraner durchaus ein relativ hohes Niveau haben. Denen ist es ja vor Jahren einmal gelungen, eine amerikanische Drohne zu ergattern, ob abgeschossen oder anders, ist eine zweite Frage. Und haben daraus eine Eigenproduktion entwickelt, die sich durchaus sehen lassen kann. Denn man darf das technologische Niveau Irans nicht unterschätzen. Und das wird üblicherweise, ist das der Fall. Dadurch, dass Iran in eine Situation geschoben wurde als totaler Outcast und eigentlich auch in der jetzigen Situation im Wesentlichen, ich sage das jetzt, der Leidtragende, was jetzt das, den Atomdeal betrifft, Leidtragender einer Entwicklung ist, die es nicht selbst verursacht hat, sondern die haben in Wirklichkeit alles erfüllt, sondern das wurde eben von Trump gebrochen. Okay, wie auch immer, jedenfalls kann man davon ausgehen, es gibt den alten Grundsatz, der Helfer in der Not ist niemals tot. Und für Iran war Russland der Helfer in der Not und auch China mit den Lieferungen. Und das bewirkt natürlich umgekehrt auch, dass sie bereit sind, hier zu liefern. Sie behaupten zwar jetzt, dass das alles Lieferungen sind, die bereits vor dem Konfliktfall erfolgt sind. Ich würde das nicht für bare Münze nehmen. Aber man muss davon ausgehen, dass das natürlich ein strategisches Dreieck ist, das nicht zu unterschätzen ist. In Wirklichkeit gibt es zurzeit machtpolitisch eine terrestrische Landbrücke, die vom Gelben Meer bis zum Roten Meer reicht. Ist den wenigsten bewusst. Mit China, Pakistan, jetzt Afghanistan, Iran und der Beeinflussung von Irak und Syrien ist hier natürlich eine terrestrische Situation gegeben, die einigermaßen Bedeutung hat. Aber okay, das wird sich nicht so schnell ändern aufgrund der besonderen Konstellation, aber es würde jetzt viel zu weit führen, da in Details einzugehen. Der Herr in der ersten Reihe hat sich schon sehr lange gemeldet. Danke sehr. Eine kurze militärische Frage an Herrn Oberst Reisner und zwei kurze politische Fragen an Herrn Dr. Fasslerabend. Ich habe heute mit einiger Fassungslosigkeit ein Interview gelesen, das der ehemalige, der pensionierte amerikanische General Hertling, ehemaliger Oberkommandierender in Europa, gegeben hat. Er spricht von den Panzern, die geliefert werden von den Amerikanern und den Deutschen. Das wird ein Gamechanger sein und die Ukraine wird dadurch in den Zustand versetzt, für einen Krieg zu gewinnen. Ich gebe Herrn General Segur vollkommen recht, ich bin kein Militärexperte, dass die Panzerlieferung weit überschätzt wird. Der General Hertling, und das hat mich fassungslos gelassen, hat kein einziges Wort in einem langen Interview gesagt darüber, dass die Panzer eine Sache sind, aber dass die Ukraine, dass die Russen mit ihrem unglaublichen Arsenal an Raketen die Infrastruktur zerstören. Und wie soll bitte ein Panzer gegen Raketen hier aufkommen? Ich glaube, unter diesen Umständen kann die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnen. Zwei kurze politische Fragen an Herrn Dr. Fasslerabend. Ich glaube erstens, dass es eines der vielleicht Geheimnisse ist, warum die russische Bevölkerung noch hinter Putin steht.
weil er ist durchgekommen mit diesem unglaublichen Lüge und dem Narrativ, und das geht ja weit über den Ukraine-Krieg hinaus, dass der Westen drauf ist, sein Land zu zerstören. Ich habe ihn bisher nicht gehört von seitens der Amerikaner, der NATO oder des Westens, dass diese unglaubliche Lüge konterkariert wird. Konterkariert wird mit einer Erklärung, die NATO ist ein Defensivbündnis, wir wollen ein Opfer eines Aggressors helfen, aber wir wollen nicht Russland schwächen, zerstören oder angreifen. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, haben wir uns im Westen nicht längst in die Geiselhaft Zelenskis begeben? Wenn heute von von der Leyen abwärts gesagt wird, was immer geschieht, die Ukraine hat ihr eigenes Schicksal zu entscheiden, bitte inklusive, wie sie wollen die Krim zurückerobern, ist das doch pure Illusion. Und das dritte ganz kurz ist, ich habe bisher vom Westen nichts gehört, auch von der Leyen abwärts, irgendeinen Versuch zu unternehmen, Vorschläge, so unrealistisch sie auch sein mögen, für eine Beendigung des Krieges und für eine mögliche Basis für eine Verständigung zwischen den Konfliktparteien. Kein Wort habe ich bisher gehört. Wir verstricken uns immer mehr in eine unrinnbare Situation. Danke. Wer will? Ich beginne mit der ersten Frage. Ja. Willkommen im Jahr 1915. Das war nämlich die ernüchternde Feststellung, dass der Krieg nicht so schnell endet, wie man sich das vorgenommen hat. Und dass man, und auf allen Seiten war das der Fall, verschiedenste Anstrengungen unternehmen muss. Wenn wir uns jetzt die militärische Situation ansehen, auch die Amerikaner haben nicht damit gerechnet, dass die Ukrainer so lange durchhalten. Auch hier gibt es einsehbar Kongressanhörungen, wo sie Generäle sprechen, hören, die Rede und Antwort den Kongressabgeordneten in Amerika stehen, die sagen, wir haben uns nicht gedacht, dass sie länger als 72 Stunden durchhalten. Ich habe Ihnen erklärt, was dieses entscheidende Momentum war in den ersten Tagen und dann dieser enorme Moral-Push auf der ukrainischen Seite, die gesagt haben, wir haben Kiew geschafft, wir schaffen auch den Rest. Und dann die Waffenlieferungen, die gekommen sind, vor allem auch aus den USA und so weiter. Die Russen haben einen Schock erlebt. Ich bin da sogar provokativ. Ich sage, der Einmarsch der Russen in der Ukraine war genau dasselbe Fiasko wie der Abzug der Alliierten aus Afghanistan ein Jahr zuvor. Genau gleich. Der amerikanische Nachrichtendienst hat gedacht, dass die afghanische Armee gegen die Taliban besteht, war nicht der Fall. Der russische Nachrichtendienst hat gedacht, dass die ukrainische Armee zusammenbricht, war nicht der Fall. Sehr viele Ähnlichkeiten. Jetzt hat die russische Armee diesen Schock erlitten und hat versucht, sich quasi zu konsolidieren und hat diesen Phasenwechsel durchgeführt. Amerika und der Westen hat versucht, die Ukraine zu unterstützen. Es war ja nicht absehbar, geht das jetzt schnell oder nicht. Man hat Waffen geliefert. Diese Waffen wurden dann von der ukrainischen Armee eingesetzt, sehr erfolgreich. Man hat diese Waffen so geliefert, dass man immer versucht hat, auf das größte Problem zu reagieren. Mit dem 10. Oktober war das große Thema Fliegerabwehr. Die erste Patriot-Batterie, die zweite. Plötzlich beginnt die Front in Bakhmut solidar zu bröckeln. Was brauchen wir? Panzer. Okay, wir schicken Panzer. Was ist, wenn der Durchbruch durch erzielt und die strategischen Luftangriffe weitergehen? Okay, wir müssen wieder zu Fliegerabwehr. Das ist das Problem. So ist es in einem Konflikt. Man hat einen Plan und der hält bis zum ersten Schuss. Und dann versucht man immer wieder Ressourcen nachzuschieben, solange bis einer Seite die Luft ausgeht. Das ist wie ein Boxkampf. Runde nach Runde passiert. Die Ukraine hat einige Runden nach Punkten gewonnen, aber noch kein K.O. Immer wenn die Ukraine zurückgeht in den Ring, also quasi in die Ecke, versuchen wir sie aufzupäppeln und schicken sie wieder in den Kampf. Aber der entscheidende Schlag ist noch nicht da. Und das geht so weiter. Und der Punkt ist, ein Staat hat mehrere Möglichkeiten, Macht zu projizieren. Er kann Diplomatie einsetzen, er kann Wirtschaft einsetzen, er kann sein Militär einsetzen und er braucht ein gutes, objektives Lagebild, auf Basis dessen er handelt. So, die Diplomatie, wir sind hier in der Diplomatischen Akademie, über die redet keiner mehr. Weil mit den anderen können wir nicht reden. Das sind die Bösen, wir sind die Guten. Das gilt für beide Seiten. Also schieben wir zur Seite. Das Militär wollen wir nicht einsetzen. Das hat Russland gemacht und hat uns damit überrascht. Wir zögern, unser Militär einzusetzen, ein Mittel des 19. und 20. Jahrhunderts. Die Wirtschaft, 10 Sanktionspakete,
Beim 8. haben wir gesagt, naja, wir reden nicht über das Gas, weil das geht nicht und das Öl, also wer nicht will, muss nicht dabei sein und so weiter und so fort. Und offensichtlich wirkt das nicht so schnell, während die Militärkarte Putins immer weiter arbeitet. Das ist das Problem. Es ist nicht so einfach. Wir müssen uns durchringen. Ich sage als Offizier eines Staates, der neutral ist, ja, wobei militärisch neutral. Moralisch haben wir klar gesagt, auf welcher Seite wir stehen. Ich denke, das ist jedem klar. Aber Europa als Ganzes muss sich durchringen und eine Entscheidung treffen. Was will es haben? Will es, dass diese Grenze, dieses Ostschild so aussieht? Dann muss es die Ukraine unterstützen. Will es das nicht? Dann muss es die Konsequenzen dafür tragen. Das ist der Punkt. Nur diese Entscheidung, zu der müssen wir uns durchringen. Es wird einfach uns nicht abgenommen werden. In aller Kürze, was die Panzer betrifft, es ist sicherlich nicht alles nur losgelöst von strategischen Überlegungen zu sehen. Und das, was man heute mit Sicherheit sagen kann, ist, dass wenn man eben an eine finale Situation dieses Krieges denkt, dann fehlt der Ukraine zweifellos, fehlen der Ukraine zweifellos entscheidende Gebiete, etwa im Oblast Saporischje, das Nuklearkraftwerk, das 40% der Elektrizität von der Ukraine erzeugt und verschiedene andere Dinge. Das heißt, die Ukraine muss noch bestimmte Bereiche zurückerobern, um wirklich lebensfähig zu sein. Ergibt sich die Frage eines Zugangs zum Asowschen Meer und Korridorlösungen, wie auch immer. Da kann man verschiedene Möglichkeiten ansehen. Und insofern ist sozusagen die Begrenztheit der Panzerlieferung durchaus auch ein Indikator für den Willen, begrenzte Ziele ja und klar erreichen zu wollen, aber möglicherweise nicht darüber hinauszugehen. Man kann darüber spekulieren. Du hast als Botschafter gelernt, wie schwierig das ist, solche Situationen tatsächlich zu bewerkstelligen. Und ich wollte dann noch sagen, zweifelsohne ist es den Russen immer gelungen, was du angesprochen hast, ein Narrativ aufzustellen, wo in Wirklichkeit die Bevölkerung mitgegangen ist. Und das tut sie im Wesentlichen bis heute, auch wenn nicht mehr im selben Ausmaß wie früher. Das hängt damit zusammen, dass wahrscheinlich, dass es nicht nur eine Angelegenheit Putins ist, sondern der gesamten russischen Elite, des Militärs, der Diplomatie, aber auch des akademischen Bereichs, ein Verharren im alten Großmacht, im imperialen Denken, das ist zweifellos vorhanden. Daher ist auf der anderen Seite eben das, was Oberst Reisner bereits angesprochen hat, die Frage, wo hört es auf und wo wird es kritisch auch für Russland? Und das ist wahrscheinlich, das ist eben wahrscheinlich die Frage der Rekrutierung. Warum? Weil eine russische Frau im Durchschnitt nur 0,6 oder 0,7 Söhne hat. Das heißt, simpel ausgedrückt, eine russische Familie hat einen Sohn und den ist sie nicht mehr bereit, wie das früher mal der Fall war, für das Vaterland zu opfern. Das ist die schwache Seite, die Putin hat und ich glaube, dessen ist er sich bewusst. Letzte Frage noch. Geiselhaft Zelensky ist, glaube ich, nicht, dass der Westen ist. Verbal kann man sicherlich über etliche Dinge reden, die du angesprochen hast. Aber ich glaube, steckt der Wille dahinter, einfach diese Ukraine in dieser Situation zu unterstützen. Jeder weiß, dass ein Beitritt zur EU Jahrzehnte dauern wird. Ich rede nicht von Jahren, sondern von Jahrzehnten. Dass man aber jetzt einfach alles unternehmen will, um das Land entsprechend zu stützen. Und ich glaube, das ist durchaus richtig. Denn die Frage sozusagen, wie geht es weiter, wenn Putin tatsächlich mit einem militärischen und politischen Erfolg nach Hause gehen sollte, ist das dann ein Ende oder geht das wirklich dann spätestens in ein paar Jahren wieder weiter? Die stellt sich unbedingt und insofern darf er einfach nicht mit einem Gewinn nach Hause gehen. Und das wird letztendlich sowohl die amerikanische wie auch die europäische Strategie entsprechend definieren.
Ja, ich habe dann, wie wurde gesagt, wir dürfen hier über alles reden, nicht über 20 Uhr hinaus. Ich werde vielleicht dann ein paar Fragen bündeln. Ja, ja. Zusammen. Danke sehr. Ich würde gerne eine Dimension hereinbringen, die in der jetzigen, in der bisherigen Diskussion überhaupt nicht angesprochen wurde, nämlich die rechtliche, die völkerrechtliche. Es ist nicht so, dass man die Kriegsziele frei definieren dürfte mehr, solange man auf dem Boden der Satzung der Vereinten Nationen steht und dieser Rechtsrahmen gilt nach wie vor, auch wenn wir in einer pikanten Situation sind, dass ein Mitglied des Sicherheitsrats Konfliktpartei ist. Erster Punkt, man redet immer von Krieg, der Krieg ist verboten. Ja. Es kann keinen Krieg geben. Was es gibt, ist eine verbotene Aggression und dagegen eine Selbstverteidigung nach Artikel 51 der Satzung. Selbstverteidigung ist aber nicht Krieg mit, wie früher vielleicht dann dem Ziel des, der Niederringung des Aggressors, Marsch bis Moskau. Wir erinnern uns, dass die seinerzeitige Aktion zur Befreiung Kuwaits exakt an den Grenzen des Irak gestoppt hat, weil mehr völkerrechtlich... Darf ich Sie mal eine Frage bitten? Weil ja, ja, schon. Ich versuche jetzt nur hier diese Dimension hineinzubringen, denn aus der ergeben sich ja genau die auch von Oberst Reisner kritisierten Zögerlichkeiten. Es, Selbstverteidigung ist nicht freier Krieg, sondern ist Zurückweisung der Aggression. Nächster, und zwar, wer ein Pouvoir zur freien Verfügung, Verzeihung. Bitte, kann ich leider keine... Das mag schon sein, aber... Wir bitten um Verständnis, es gibt noch ein paar, die sich gemeldet haben, die zumindest eine Frage stellen wollen. Nein, ich möchte Frage. Drei Elemente... Tun wir es nachher. Ja, bitte schön. Ich glaube, wir das ist haben ja jetzt nicht mehr die Zeit. Ich kann auch gerne die Punkte aufzählen, die beachtend werden müssten. Das erste ist, mit Blick auf die Ostregionen, Selbstbestimmungsrecht der Völker ist auch eine, kritischer Aspekt. Zweitens einmal, wer das Pouvoir zur freien Regelung hätte, wäre der Sicherheitsrat. Das heißt also hier darauf zu hoffen, dass Russland so weit geschwächt wird, dass wir dann eine Resolution des Sicherheitsrates haben, die den Frieden schafft, kann auch erklären, warum es so zögerlich ist. Also bitte, man kann nicht nur politologisch vorgehen in der heutigen Welt, solange wir den Rechtsrahmen noch haben. Danke. Ich würde es gerne in der ersten Reihe sind drei Herrschaften die Fragen vielleicht bündeln. Der Herr der aufzeigt noch der. Ja. Ja, herzlichen Dank. Ich hätte gerne noch mal eine Frage, nur ganz kurz und prägnant, weil Sie haben viel über Länder Deutschland, Frankreich, Polen und andere Konstellationen gesprochen, Herr Dr. Fasslerbend. Wie sehen Sie denn die Konstellation Österreichs? Das heißt also, wie bewerten Sie die österreichische Position im Rahmen einer engagierten Neutralitätspolitik in dieser Konstellation und vor allen Dingen auch im Rahmen des Zusammenarbeitens NATO und EU, wo Sie ja sogar eine österreichische Funktion im Lied haben, den Chairman EU Military Committee, dem ehemaligen Schott General Brieger. Recht herzlichen Dank. Nehmen wir mehrere Fragen zusammen. Eine sehr gute Frage. Dann vielleicht bündeln wir es. Okay, dann der Herr, bitte. Ja, eine Frage für Oberst Reisner. Wie schätzen Sie die Rolle dieser Wagner-Truppe? Ist es möglich, dass Putin allmählich das Gewaltmonopol im eigenen Lande verliert? Und das könnte doch Auswirkungen für die russische Innenpolitik und die Weiterführung dieses Krieges haben. Der Herr der zweiten Reihe, der schon so lange aufgezeigt hat. Ja, Sie. Martin Rosenkranz, ich schreibe hin und wieder für die Presse und für Militär aktuell. Frage an den Herrn Dr. Fasslerbend. Sie hatten diese Grafik mit den Rohstoffen. Und die Ukraine ist ein sehr rohstoffreiches Land. Russland hat aktuell die interessantesten Gebiete erobert. Im russischen Fernsehen war ein Beitrag, die haben diese Eroberungen beziffert mit 3.000 Milliarden Dollar. Die Ukraine war auf dem Weg Richtung Europa, hat einen Vertrag mit Stromlieferungen nach Europa geschlossen, hat sich an NZOE angeschlossen. Sie haben es gerade erwähnt, das größte Kernkraftwerk der Ukraine, das hätte Strom liefern sollen. Da sitzen jetzt die Russen drin.
Inwieweit ist der Krieg in der Ukraine auch verknüpft mit der strategischen Zukunft der Europäischen Union? Ich würde vorschlagen, dass wir diese Fragen jetzt beantworten und vielleicht den Rest dann bei dem Glas Wein, zu dem ich Sie nachher einladen darf. Wollen Sie, General Brigger? Ich denke, die Frage war an den Herrn Dr. Fassland, aber ich möchte Ihnen zustimmen, die Frage ist völlig richtig gestellt, ja, und sie ist zu beantworten, zeitnah. Ich würde gerne auf die Wagner-Gruppe eingehen, ja, weil auch hier sehr viel ja in den Medien quasi an Kommunikation passiert. Ja. Zum Beispiel diese massiven Verluste der Russen in Bakhmut und Soledar, wo wir sagen, das kann ja gar nicht sein, dass die das aushalten. Ja. Noch einmal, Wagner hat da in sich selbst eine verschiedene Rollenteilung. Ja. Es gibt also die Führungskräfte, es gibt quasi erfahrene Kämpfer, die also einen gewissen Status haben, und es gibt quasi das, was ich vorher völlig dehuman, ja, als Fleisch bezeichnet habe, dass sie dort im Angriff sehen, so wie die Strafbataillone der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg, die man quasi zum Teil ohne Waffen gegen die deutschen Stellungen laufen hat lassen. Das ist Wagner. Wagner hat einen Zweck. Es saugt die russischen Verbände quasi von der Front weg und die ukrainischen heran. Weil durch diesen Angriff sind die Ukrainer gezwungen, dem etwas entgegenzusetzen. Und damit war einer der entscheidenden Punkte, warum diese Offensive bei Melitopol dann sich nicht entfalten konnte, so wie man es wollte. Wagner hat aber noch eine andere Rolle. Wir vergessen zum Beispiel das, was wir vorher gehört haben, die Rolle der Europäischen Union in Afrika. Frankreich ist aus Mali abgezogen und wird gerade aus Burkina Faso hinausgeworfen. Das erschüttert die Grundfesten des französischen Selbstverständnisses in der Sahelzone. Und wer zieht dort ein? Wagner. Wo ist Wagner noch? In Libyen zum Beispiel. Ja, und sonst noch wo. Ja. Also Wagner hat hier eine ganz wichtige Rolle, aber es wäre weit gefehlt zu glauben, dass Prigozhin so weit ist, dass er Putin beerben könnte. Ja, da könnte man auch die Frage stellen, wie schaut es mit Kadyrov aus und so weiter und so fort. Ja. Das russische politische System ist sicher oft vergleichbar noch mit dem System des Zaren mit seinen Bojaren. Ja, da gibt es also sehr viele Ähnlichkeiten. Und auch wenn Sie zum Beispiel jetzt anschauen, die neue Führungsentscheidung in der russischen Armee, vergessen Sie nicht, General Surovikin hat einiges an Erfolgen mitgebracht. Da gab es einen Fall, General Schukow, am Ende des Zweiten Weltkrieges, der dann mit den weißen Rappen am Roten Platz geritten ist, ja, der war dann sehr erfolgreich, war fast zu gefährlich für Stalin und plötzlich wurde er der Plünderung beschuldigt in Deutschland. Surovikin hat man auch wieder in die richtige, aus russischer Sicht des Regimes quasi Reihe gesetzt, damit er nicht zu stark wird. Ja. Das heißt, Putin hat also die Getreuen um ihn herum in eine so eine Abhängigkeit gebracht, dass man sehr genau darauf achtet, wer hier groß werden kann und wer nicht. Und alle diese hier, Kadyrov, Prigozhin, Surovikin, sind Werkzeuge als Mittel zum Zweck. Ja, die Frage Völkerrecht und Machtpolitik ist eine ewige Frage. Die Zweifelsohne ohne Machtmittel nicht gelöst, zugunsten des Rechtssystems gelöst werden kann. Der Herr Bundespräsident hat heute bei seiner Ansprache auf den Generalsekretär der Vereinten Nationen erwiesen, und zwar in der Formulierung, dass er gesagt hat, der Mr. Guterres, wie Sie wissen, der Generalsekretär der Vereinten Nationen. Und allein diese Beifügung hat sehr deutlich gemacht, die Klassifizierung, dass in Wirklichkeit selbst die Bekanntheit des UNO-Generalsekretärs gar nicht zu reden von einer starken Einflussmöglichkeit etc. sehr reduziert ist. Ich sage das jetzt. Erst wenn die Macht gebrochen ist, die aggressive Macht, kann das Recht wieder tätig werden. Und darauf wird es hinauslaufen. Zur Frage Neutralitätspolitik von Österreich. Ich habe mich selbst nie verschwiegen, dass ich gesagt habe, dass nach dem Ende des Kalten Krieges die österreichische Neutralität ihre Basis, die ja damals verhindern sollte, dass NATO-Truppen aus dem NATO-Nordbereich nach NATO-Süd, das heißt von Bayern nach Italien, transportiert werden könnten, und auf der anderen Seite verhindern sollte, dass die Russen das Donautal bis an die bayerische Grenze besetzt halten und daher einen leichten Vorstoß machen können. Das war die Grundlage für die österreichische Neutralität, das ist weggefallen. Und die Frage sozusagen der übrigen, der Restwirkungen der Neutralität, die sind zweifellos vorhanden. Ich stelle immer die Frage und sage, bietet es mehr Sicherheit oder weniger Sicherheit?
allein zu sein oder in einer Allianz zu sein? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, wo kann ich die europäische Sicherheitspolitik stärker beeinflussen? Wenn ich draußen bin oder wenn ich im Gremium drinnen bin? Wenn ich neben dem amerikanischen, britischen, französischen und deutschen Außenminister, Präsidenten oder Verteidigungsminister sitze, mit ihnen reden kann, ja oder nein, oder wenn ich mich nacherkundigen darf, worüber gesprochen wurde. Für mich ist diese Frage eindeutig. Sie ist aufgrund der Tatsache, dass es in Österreich nicht absehbar ist, eine verfassungsmäßige Mehrheit für eine Änderung der Situation herbeizuführen und das besonders angesichts der jetzigen Krisen nur nicht gerade sehr aktuell. Ja, die letzte Frage waren noch die Rohstoffe in der Ukraine. Also die Europäer hätten nie daran gedacht, da irgendwelche Rohstoffziele zu erreichen. Dazu denken sie viel zu wenig strategisch. Ich möchte es dabei schon belassen. Aber das, was herauskommt, ist, dass natürlicherweise diese Fragen, die Restfragen, die vorhanden sind, strategisch einigermaßen von Bedeutung sind. Das heißt, der Großteil des Weizens in der Ukraine wird ostdnieprig produziert. Natürlich waren auch dort die großen Fabrik- und industriellen Produktionsstätten etc. Und insofern ist auch die konkrete Abgrenzung eine Frage für das Überleben der Ukraine. Ich würde das aber aufgrund der vorhandenen Strukturen